Ja, ich grüße alle Interessierten ganz herzlich zu diesem erneuten Dameabend am Freitagabend hier aus dem tibetischen Zentrum, unserem relativ neuen Haus in der Güntherstraße. Leider im Moment noch ohne Gäste. Aber wenn alles gut läuft, wir alle ein bisschen aufpassen, dann dürfen ab, ab September wohl wieder ca. 15 Leute zumindest dabei sein. Das wäre ja schon mal ein schöner Anfang. Gut, aber erfreulicherweise, Buddha sei Dank, haben wir ja diese Möglichkeit hier über YouTube. Hoffe natürlich, die meisten nutzen den Abend sinnvoll und sitzen schön irgendwo draußen und essen was oder trinken was und können dann später sich das zu Gemüte führen oder in den nächsten Tagen. Da hat man dann ja jederzeit die Gelegenheit, das noch zu hören. Gut. Das, wie immer werde ich ein bestimmtes Thema nehmen, über das ich ein bisschen referiere, werden auch darüber meditieren. Ist auch die Möglichkeit, einige Fragen zu stellen, entsprechend da bei YouTube. Ja, und das Thema soll heute sein: die vier edlen Wahrheiten. Da werden wahrscheinlich einige denken, da schalte ich gleich ab, kenne ich ja, schon gehört. Das ist vielleicht das bekannteste Thema des Buddhismus überhaupt, aber ich kann versprechen, da ist sehr viel zu holen. Das ist ein sehr umfangreiches und tiefgründiges Gebiet, wo man wirklich sehr, sehr viel lernen kann. Es umfasst die gesamte buddhistische Lehre. Es gibt nichts im Buddha-Dharma, was nicht zu den vier Wahrheiten gehört. Und entsprechend gibt es da auch sehr viel zu erklären. Ich werde mich dabei stützen, auch auf entsprechende autoritative Schriften. Das bedeutet, dass man das nicht blind glauben muss. Darum geht es niemals im Buddhismus. Aber es gibt halt bestimmte Schriften, die jetzt seit Tausenden von Jahren schon studiert werden und die offenbar dazu geführt haben, dass viele Leute sehr tiefe Erfahrungen gemacht haben in der Meditation. Quasi bewährte Schriften. Das sind nicht irgendwelche Offenbarungsschriften, wo uns einfach direkt von Gott durchgesagt wird, wie die Realität ist. Es sind sicherlich menschengemachte Schriften, aber sie basieren auf den Worten des Buddha natürlich. Aber diese wurden dann in der Tradition kritisch untersucht mit logischen Mitteln, so wie der Buddha selber gefordert hat, nimm meine Lehren nicht einfach an, weil sie meine Lehren sind einfach nur durch Glauben, sondern so wie du Gold untersuchst, dass es Gold ist, ob es Gold ist, indem du es brennst, schneidest und feilst. Das heißt, der Buddha selber hat sich gewünscht, dass wir seine Lehre einer kritischen Untersuchung unterziehen. Das ist auch notwendig, weil die Aussagen eines großen <laughs> Religionsstifters oder erwachten Menschen da gibt es immer verschiedene Aussagen für verschiedene Schüler mit verschiedenen Fähigkeiten, Wünschen und Möglichkeiten. Man spricht davon, dass es zu interpretierende Aussagen gibt und endgültige Aussagen. <laughs> Deshalb muss man zwangsläufig die Worte, die am Anfang einer Religion vielleicht stehen, wenn sie sich ausbreitet, einer logischen Prüfung unterziehen, um zu unterscheiden was vielleicht nur als Metapher gemeint ist, was einen vorläufigen Nutzen hat für bestimmte Personen und was die endgültigen Lehren sind. Diese Vorstellung gibt es übrigens bei den Gelehrten aller Religionen. Nur die Fundamentalisten sagen immer, zitieren einfach aus einer heiligen Schrift und sagen, so ist es. Aber das reicht nicht, sondern wenn man genauer nachschaut, wird man in allen heiligen Schriften scheinbare Widersprüche finden, die sich erst dann glätten, wenn man versteht, für wen die jeweils gedacht sind, diese Aussagen, auf welcher Stufe des Pfades sie gemeint sind, ob sie zu interpretieren sind oder ob sie endgültig sind. Das nennt man Auslegung von Schriften. Das ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb sind schon kurz nach dem Buddha viele, viele buddhistische Schulen entstanden, philosophische Schulen. Der Dalai Lama selber sagt immer, er sehe sich als Schüler der Nalanda-Tradition. Nalanda war ein großes Kloster. In Indien, wo sich in der Blütezeit bis zu 10.000 Mönche hauptsächlich befunden haben, verschiedenster Tradition, damals schon aus vielen Ländern, war vielleicht die erste globalisierte Universität auf der Welt oder überhaupt Universität, die auch recht demokratischen Charakter hatte. Und dort haben, sind sehr große Gelehrte entstanden. Viele kennt man vielleicht wie Atisha oder Nagarjuna. Asanga, Gunaprabha, Shakya Prabha, viele, viele. Manchmal, wenn er da Lama Unterweisung gibt, sieht man im Hintergrund verschiedene Meister. Das sind die Meister der Nalanda-Tradition. Man spricht von 16 Meistern zum Beispiel. Auch im tibetischen Zentrum in Berne haben wir so ein Bild hinter dem, hinter dem Sitz des Lehrers. Ja, das ist wirklich eine verlässliche Quelle für Dharma-Unterweisung. Die immer weiter getragen worden sind, dann zunächst in Indien, später in Tibet, wo sich Klöster nach dem Vorbild von Nalanda entwickelt haben. Und die großen Schriften Indiens wurden dann ins Tibetische übersetzt und in Tibet dann weiter praktiziert und ausgelegt. Und das sind die Quellen, aus denen auch unsere tibetischen Meister bis heute lehren und die wir versuchen wollen, weiterzutragen, auch in die Moderne und schauen, welch, welche Früchte sie dort hervorbringen kann. Ich glaube, dass sie allergrößten Wert haben. Viele dieser Schriften der großen Meister Nalanda sind bis heute noch nicht vollständig übersetzt. Das sind wirklich Schriften. Für einen gelehrten Akademiker wird es wahrscheinlich ein Menschenleben brauchen, um eine solche Schrift vollständig zu übersetzen. Ich habe sogar mal einen katholischen Philosophen gehört, der gesagt hat, wenn die buddhistischen Schriften wirklich vollständig übersetzt sind, gibt es eine, eine Revolution in der westlichen Philosophie. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Die meisten westlichen Philosophen unterschätzen bisher asiatische Philosophie sehr krass. Sie glauben sowieso, Philosophie wäre erst mit Griechenland losgegangen. <laughs> Viele Philosophiegeschichten fangen einfach nur mit Griechenland an. Dass davor schon in China und Indien große philosophische Systeme bestehen, das haben sie offenbar noch gar nicht richtig verstanden. Und ehrlich gesagt, wenn man bei allem Respekt vor Plato, wenn man Nagarjuna neben Plato liegt, dann. Sind die griechischen Schriften wie Salongeplauder, ehrlich gesagt? <laughs> also, die Logik bei Nagarjuna ist sehr viel tiefgründiger, sehr viel genauer, präziser. Ich will das jetzt nicht abwerten, aber die alten Griechen wussten sogar, dass die Inder die Lehrer der Philosophie sind. Manche sagen, dass sie direkt auch von ihnen gelernt haben. Wie dem auch sei geht jetzt nicht darum irgendwas abzuwerten, aber wir haben es hier mit gewaltigen Schriften zu tun, mit einem riesigen Potenzial, das noch gar nicht ganz gehoben worden ist. Und eine dieser Schriften ist Kada, die wird Maitreya zugeordnet. Das sozusagen der der das niedergeschrieben hat, war Asanga, ein großer Meister aus Nalanda, aber man sagt, der eigentliche Autor wäre Buddha Maitreya, egal was man darüber denkt. Auf jeden Fall ist von Asanga niedergeschrieben worden. Diese Schrift ist so tiefgründig, dass sie dann wiederum kommentiert werden musste, natürlich. Es gab in Indien Dutzende von großen Kommentaren, von Haribhadra zum Beispiel zum Abhisamankara. Diese sind dann wieder von den Tibetern kommentiert worden und so geht das immer weiter. Die großen Gelehrten Tibets studieren oft 30, 40 Jahre und würden nicht sagen, dass sie zu Ende studiert haben, das sicherlich nicht. Wenn wir heutzutage Studium im Westen machen, dann nehmen wir nur kleine Teile aus diesen großen Schriften heraus und benutzen vielleicht einen Kommentar in einigen Teilen. Das ist dann schon sehr viel. Das zeigt aus meiner Sicht, dass da noch ein, riesiges, ein riesiger Unterschied besteht zwischen der Gelehrsamkeit der großen tibetischen Lamas und Meister und buddhistischen Lehrern, die mittlerweile im Westen auftreten. Das ist vielen westlichen Menschen gar nicht bewusst was für ein gewaltiges Wissen diese großen asiatischen Meister haben. Ich glaube nicht, dass wir diese Lücke sehr schnell schließen können. Aber man kann auf jeden Fall versuchen, ein bisschen was davon zu verstehen. Diese Gelehrsamkeit steht natürlich nicht für sich, sondern sie ist die Grundlage dafür, dass man meditiert. Aber je genauer man die Dinge versteht, auch durchaus erstmal begrifflich, umso genauer kann man meditieren und umso eher macht man dann... Erfahrungen, die letztlich über alle Begriffe und alle Worte hinausgehen, aber auf diesen Worten basieren. Ich habe das mal erläutert in dem Video. Das heißt, Wissen ist die Grundlage der Meditation. Da ging es um sieben, sieben Geisteszustände, die aufeinander aufbauen, bis man eben tatsächlich eine unmittelbare Erfahrung der letztlichen Realität hat. Und das geht über viele Stufen auch von Lernen und einfach das dass man tatsächlich wörtlich heißt, das Hören. Neulich ist mir übrigens aufgegangen, dass das Wort Hören sehr tiefgründig ist. Das bedeutet nicht einfach, dass man mit den Ohren hört, sondern dass man wirklich mit dem Herzen dabei ist und wirklich zuhören kann. Die Schüler des Buddha werden Hörer genannt, die sogenannten Shravakas. Aber eben, das ist eine große Kunst, die Art of Listening. <laughs> Die meisten Leute hören sich gar nicht gegenseitig zu, wenn sie miteinander sprechen. Sie hören nur das, was sie sowieso selber denken sozusagen. Sie interpretieren sofort auf das, was sie da an Geräuschen hören, irgendwas drauf, was sie selber für Vorstellungen und Begriffe haben. Deshalb sprechen Menschen ja auch oft gnadenlos aneinander vorbei oder sie haben Vorurteile, überschätzen schon ihre eigenen Kenntnisse oder spinnen sofort eine Geschichte daraus, die gar nicht in den Worten des anderen lag. Das sind Aussagen von Neurowissenschaftlern, dass in der Kommunikation wir meistens nur einen Bruchteil von dem verstehen, was der andere überhaupt gesagt hat. Es ist auch wahrscheinlich nicht möglich, hundertprozentig von dem zu verstehen, was jemand sagt, schon gar nicht, wenn es der Buddha ist. Aber trotzdem kann man lernen, wirklich zuzuhören. Es wird ja auch in der gewaltlosen Kommunikation von Rosenberg erklärt, dass man wirklich jemanden zuhört, mit dem Herzen zuhört und wirklich sich einfühlt, was der andere meint, was er tatsächlich sagt, nicht so stark geprägt von den eigenen Konzepten und Vorurteilen. Das ist eine große Kunst, schon etwas sehr Meditatives. Und dann wird man relativ große Einsichten gewinnen und die sind dann Grundlage für die Meditation. Gut, das sind die sogenannten Hörer, die Schüler sozusagen. Alle indischen Systeme sprechen davon, dass man zuerst hört. Also studiert oder wirklich die Kunst des Hörens praktiziert von großen Lehrern und Lehrerinnen, etwas aufnimmt einfach, ohne allzu viele Vorurteile, nicht um immer alles gleich besser zu wissen oder zu kritisieren, sondern einfach mal aufnehmen sozusagen, zu merken, was auch hinter den Worten steht, dann darüber zu kontemplieren und dann kommt schließlich die Meditation, wenn man tiefe Konzentration hat. Und so sollte man mit diesen Schriften vorgehen. Im Abhisambara werden die vier edlen Wahrheiten genauer erklärt und die Tibeter haben sogenannte Klostertexte geschrieben, in denen die Essenz von bestimmten Themen wiederum zusammengefasst ist. Ein Autor heißt Sera Pa oder Jitsen Jampalyang Gyeltsen. der hat eben zusammengefasst, was im Abhisambara über diese vier Wahrheiten steht. Er spricht dabei von der Etymologie der vier Wahrheiten, der definitiven Anzahl der vier Wahrheiten, der Reihenfolge der vier Wahrheiten, der Natur der vier Wahrheiten und dann geht es weiter. Die Natur der vier Wahrheiten ist natürlich der allerwichtigste und größte Teil. Dann, ob die vier Wahrheiten eins oder verschieden sind. Und dann die Betrachtung der sogenannten 15 verkehrten Sichtweisen in Bezug auf die vier Wahrheiten und die 16 Attribute der vier Wahrheiten. Ja, da kann man schon sehen, dass da umfangreiches Wissen ist, wenn man von 16 Attributen der vier Wahrheiten spricht. Man kann zum Beispiel sagen, dass das Hauptmeditationsobjekt eines Yogis die 16 Aspekte der vier edlen Wahrheiten sind. Das. Das ist das. Ich habe meinen Lehrer mal gefragt, worüber der Buddha überhaupt unter dem Bodhibaum meditiert hat. Da hat er mich angeguckt wie ein Auto, dass ich das immer noch nicht wusste. Selbstverständlich hat der Buddha über die Leerheit oder Selbstlosigkeit der Personen und Phänomene meditiert, über die wir hier auch gesprochen haben schon. Aber man kann es auch detaillierter sagen. Er hat die 16 Aspekte der vier Wahrheiten kontempliert. Da sind viele Aspekte, die damit zusammenhängen. Gut, das kann auch schon eine, ein Vorgefühl sein für das Studium, das ab Oktober wieder anfängt. Der nächste Lehrgang des dreijährigen Grundstudiums des Buddhismus, das das Tibetische Zentrum anbietet, auch im Fernstudium. Ja, und vielleicht könnt ihr da heute schon ein bisschen erfahren, inwiefern das wirklich vielleicht hilfreich sein kann, so ein Studium zu machen. Weil zum Beispiel die Vier Wahrheiten sind da auch ein sogenanntes Modul, wo einige, einige Studienkreise für reserviert sind. Und da werden wir entsprechend ein Thema so ähnlich abhandeln wie ich es jetzt machen würde. Gut, also, um zur Sache zu kommen, die erste Unterweisung, die der Buddha nach dem Erwachen gegeben hat, damals in Sarnath im Gazellenheim, hein war die Unterweisung über die vier Wahrheiten. Da hat er quasi seine gesamte Lehre zusammengefasst, schon da ist alles drin enthalten. Das gilt übrigens für alle Buddhisten. Es gibt keine Buddhisten auf der Welt, die ernsthaft Buddhisten sind, die die vier Wahrheiten nicht kennen. <laughs> Neulich habe ich irgendwie eine Akademikerin gehört, die hat behauptet, in Thailand würden die Buddhisten die vier Wahrheiten gar nicht kennen. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kommen. Gibt manchmal eine merkwürdige Vorstellungen. Nein, die vier Wahrheiten, also wenn jemand ernsthaft behauptet, dass er der Tradition des Buddha Dharma folgt, dann ist er sicherlich, er weiß ja über die vier Wahrheiten. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass der Dalai Lama im vietnamesischen Tempel in Hannover damals über die vier Wahrheiten gelehrt hat. Und er konnte natürlich voraussetzen, dass die Vietnamesen das aus ihrer eigenen Tradition auch kennen. Es ist kein Unterschied: Hinayana, Mahayana, beziehungsweise Shravakayana oder Bodhisattvayana. Alle kennen die vier Wahrheiten, allerdings mit verschiedenen Unter Interpretationen, eventuell in Bezug auf gewisse Aspekte der vier Wahrheiten. Die Lehre des Buddha, die quasi die vier Wahrheiten sind. Wie gesagt, es gibt keine Lehre des Buddha, die nicht in die vier Wahrheiten passt. Da kann man wirklich alles reinbringen, aber wir wollen ja heute nur einen Abend damit verbringen. Wollen wir uns auf ein paar Aspekte beschränken? Die kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Also die Struktur der vier Wahrheiten scheint etwas zu sein, was originell auf eine Person zurückgeht, den wir eben Buddha Shakyamuni nennen oder Gautama Buddha oder Siddhartha, der dann der Buddha geworden ist. Aber der Buddha kommt nicht aus dem Nichts. Das entspricht auch der Lehre des Abhängigen Entstehens, die der Buddha gelehrt hat. Jeder große Verkünder einer Tradition steht natürlich auf den Schultern von Riesen, kann man sagen. Das ist auch kein Fehler, sondern jede Generation schafft ein bestimmtes Wissen und die anderen bauen darauf auf, wenn das gut läuft. Wenn irgendjemand behauptet, ich habe das alles völlig neu erfunden, das ist für mich unseriös. Man muss immer erstmal akzeptieren, dass das meiste, was man weiß, erstmal von anderen kommt. Und dann fügt man eventuell, wenn man ein Genie ist, bestimmte Aspekte dazu. Und dann kommt es dazu, dass eine große Tradition sich entwickelt. Das ist ja ähnlich wie im Christentum. Jesus war ein Jude und er wusste auch, dass er Jude ist und hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass er, dass er eine neue Religion gründet. Und eben das allermeiste, was man in den Aussprüchen Jesu findet, findet sich auch bei den Rabbinern im Judentum. Und trotzdem gibt es eine gewisse Wendung, dass eine neue Religion entstanden ist. Aber Jesus ist nur aus der jüdischen Tradition heraus zu verstehen und das Christentum. Genauso ist der Buddhismus nur zu verstehen aus der indischen Umwelt, aus der er entstanden ist, was man Hinduismus nennt, ein Ausdruck, den, den Inder überhaupt erst, äh die Engländer überhaupt erst erfunden haben dass eine solche Vielzahl von spirituellen Strömungen, die man heute einfach Hinduismus nennt, da gibt es Traditionen, die an Gott glauben, die nicht an Gott glauben, die Theisten sind, Nicht-Theisten sind und so weiter. Es gab alle möglichen Denkrichtungen bis hin zu Materialisten in Indien, aber auf jeden Fall Hinduismus umfasst eine große Menge an Traditionen. Aber was tatsächlich schon den meisten Traditionen gemeinsam war, dass sie davon sprachen, dass es Sansara und Nirvana gibt. Das heißt, sie sprechen alle davon, dass wir in einem Zustand uns befinden, der erlösungsbedürftig ist, der Natur ist, den man Sansara nennt und dass es eine Befreiung aus diesem Leiden gibt, das man Nirvana nennen kann. Der Ausdruck, der meistens benutzt wird in anderen Traditionen, ist Moksha, das heißt Befreiung. Aber es ist auch ein buddhistischer Ausdruck, Moksha. Das ist, auch im Buddhismus sprechen wir von Befreiung. Befreiung ist aber nicht nur eine Befreiung von äußeren, äußeren Diktatoren, obwohl das durchaus wünschenswert ist, sondern es ist innere Befreiung, dass man sich von inneren Ursachen des Leidens löst. Das ist letztlich mit Befreiung gemeint. Und das ist etwas, was universell ist im indischen Denken. In gewisser Weise ist es wohl allen Religionen gemeinsam, dass sie davon sprechen, dass wir im Moment in einem, wie gesagt, erlösungsbedürftigen Zustand sind, der dadurch kommt, dass wir die Realität nicht so erfassen, wie sie ist, insbesondere die endgültige Realität. Ich habe darüber bei der Betrachtung der Zwei-Wahrheiten gesprochen, ein anderer Zwei-Wahrheiten, von dem man spricht, die konventionelle und endgültige Realität. Der Grundgedanke ist, dass Lebewesen, insbesondere Menschen, im Moment leiden. Aber der Ursprung dieses Leidens ist nicht die Welt an sich, sondern wie man sie sieht sozusagen, dass man ein falsches Konzept der Realität hat. Daraufhin entstehen Widersprüche, spricht sogar Hegel von und Marx. Aber man kann diese Widersprüche lösen, indem man eine endgültige Realität erkennt. Manche indischen Religionen sprechen dabei von Gott, wie auch westliche Religionen. Aber nicht alle Religionen in Indien sprechen von Gott. Es ist ganz und gar nicht so, dass Religion zwangsläufig mit dem Glauben an einen persönlichen Gott verbunden ist, mit einem Theismus. Der Buddhismus ist keine theistische Religion, aber in Indien gab es schon viele Strömungen des Hinduismus, die nicht an einen persönlichen Gott geglaubt haben, also atheistische Hinduisten kann man das nennen. Es gibt innerhalb des Hinduismus, der wie gesagt sehr vielfältig ist, Theisten und Nicht-Theisten. Aber dann gibt es auch die Jainas, eine Religion, die gleichzeitig mit dem Buddha entstanden ist, in vielen Punkten unglaublich stark übereinstimmt, insbesondere in der Gewaltlosigkeit. Wenn man in einen Jaina-Tempel heute in Indien kommt, wird man kaum erkennen können, dass es kein buddhistischer Tempel ist. Da sitzt auch so eine Figur mit übereinander geschlagenen Beinen und das ist auch so eine Erlöserfigur, ein Lehrer der aber nicht als Schöpfer der Welt angesehen wird, sondern der die gelehrt hat, wie man aus dem Sansara herauskommt und das Nirvana erlangt. Also nicht gemeinsam ist, wie gesagt, allen Indern, dass sie an einen persönlichen Gott glauben. Es ist eher das Spezielle an der indischen Spiritualität, dass sie anders als die Religion, wie wir sie im Westen kennen, gar nicht so sehr ihren Schwerpunkt in einem, einem Gottesglauben oft haben, sondern sie, glaub, sie sind davon überzeugt, dass Leiden letztlich durch falsche Geisteszustände der Lebewesen selber kommt und dass man sich davon befreien kann über einen spirituellen Weg, ohne dabei angewiesen zu sein auf eine äußere Erlöserfigur oder einen Gott. Das mag auch für einige Menschen heutzutage, die nicht mehr so gottgläubig sind, sehr attraktiv am Buddhismus und anderen indischen Strömungen sein, dass es ein Schulungsweg ist, nicht ein Weg des Glaubens. Das sagt auch der Dalai Lama oft. Der Glaube ist nicht so zentral im Buddhismus, sondern die Geistesschulung ist zentral. Andere Elemente, die wir vielleicht als typisch indische Spiritualität sehen, obwohl sie auch in der griechischen Tradition und vorhanden sind und teilweise auch in, der, in anderen westlichen Strömungen, ist die Vorstellung von Karma. Das heißt, dass man Anlagen im Bewusstsein hat, Konditionierung, auf den, auf, nach denen Glück und Leid entsteht. Und die Vorstellung von Wiedergeburt, das heißt, dass der Geist sich über den Tod hinaus fortsetzt in spätere Existenzen. Ein großer Unterschied besteht aber offenbar zwischen dem Buddhismus und anderen Religionen in Indien, die an die Wiedergeburt glauben, dass der Buddhismus nicht von einer Seele spricht oder von einem, einer Art Wesenskern des Menschen oder des Lebewesens, sondern er spricht von einem Kontinuum sozusagen. Das, das ist ziemlich speziell, wie gesagt, an der Lehre des historischen Buddha, dass er davon gesprochen hat: nicht nur, dass es keinen persönlichen Gott gibt, der aus sich selbst heraus existiert, sondern auch, dass es im Menschen selber nicht einen Kern oder eine festes Entität gibt, die man Ich nennt oder so etwas. Etwas, was Neurowissenschaftler heute auch sehr interessiert, überhaupt Wissenschaftler sehr interessiert. Harari, den ich in letzter Zeit oft zitiert habe, der israelische Autor, der zur Weltgeschichte geschrieben hat und so weiter, selber offenbar meditiert, wie Paschana meditiert, hat auch deutlich gemacht, dass es zwei Arten von Religionen gibt. Die einen, die mehr in einem mythologischen Glauben an einen Erlösergott ihr Zentrum haben und im Glauben, und die anderen, die nennt er Naturgesetzreligion. Das heißt, sie betonen, dass man. Die Gesetze der Realität erkennen muss, dann wird man befreit werden, nicht durch ein äußeres Wesen. Und außerdem beschreibt Harari die Vorstellung, dass es einen Seelenkern gibt, als einen bloßen Mythos, der sich nicht verifizieren lässt. Mit keinerlei Logik oder Erfahrung lässt sich verifizieren, dass wir einen festen Wesenskern haben. Warum der Buddhismus beide Sachen nicht akzeptiert, kommt äh, beides aus der Grundphilosophie des Buddhismus des abhängigen Entstehens, wie man das nennt. Das heißt, dass alle Dinge in der Welt miteinander zusammenhängen. Da ist kein Platz für etwas, was für sich selber existiert, aus sich selbst heraus existiert, weder in uns als Seele noch außerhalb von uns als Gott. Es geht nicht darum, anderen Leuten den Glauben an Gott oder eine Seele auszutreiben, wenn das nützlich für sie ist, insbesondere aus ethischen Gründen. Aber wenn man selber meint, man wäre Anhänger des Buddha-Dharma, insbesondere als buddhistischer Philosoph, dann muss man sich entscheiden, glaube ich an das Abhängige entstehen oder glaube ich daran, dass es irgendetwas gibt, was für sich selber existiert, entweder als Seele oder als Gott. Ja, das sind so Dinge, die, wie gesagt, im indischen Denken gemein sind mit dem Buddhismus, teilweise auch noch Unterschiede. Das Spezielle am Buddhismus ist, dass nicht nur... Kein persönlicher Gott äh, tatsächlich daran, davon der Überzeugung vorhanden ist, sondern auch, dass es keinen Wesenskern oder eine Seele, ein sogenanntes Atman gibt, was aus sich selbst heraus existiert. Ja, die meisten indischen Systeme setzen ihr ihre Interesse hauptsächlich in die geistige Entwicklung mit Hilfe von Meditation. Wie gesagt, nicht auf den bloßen Glauben. Sie glauben, dass die letztlichen Hindernisse für Glück und die Mittel, für Glück letztlich im eigenen Geist vorhanden sind. Die indische Spiritualität zeichnet sich durch eine sehr starke mystische Erforschung des Geistes aus. Also, wenn man sich interessiert für Mystik und innere Erfahrung, dann ist man sicherlich in indischen Spiritualität sehr gut zu Hause. Mein Lehrer Geshe sagte immer, wenn man ein gutes Auto kaufen will, dann wird man vielleicht schauen, ob es made in Germany ist, zumindest früher, weil das meistens Qualitätsprodukte sind und sehr viel Kenntnisse in Deutschland darüber vorhanden sind, wie man Autos baut. Wenn man eine gute spirituelle Tradition braucht, sollte man schauen, ob es made in India ist, weil die Inder mit unglaublicher Intensität über viele tausende Jahre sich genauso intensiv mit dem Geist beschäftigt haben, wie sich der Westen mittlerweile mit Wissenschaft und Technik beschäftigt. Das ist Offenbar eine sehr gute Ergänzung. Die westliche Kultur beschäftigt sich meistens mehr mit dem Äußeren, mit der Erforschung der äußeren Welt. Die indische Welt, mit, die indische Philosophie und Religion, hauptsächlich mit der inneren Welt. Es wird langsamer Zeit, dass wir vielleicht beides zusammenbringen. Das, das wäre wirklich eine Ergänzung von Ost und West im besten Sinne. Man muss ja nicht das eine gegen das andere ausspielen. Auf jeden Fall in der Hochphase der spirituellen Entwicklung in Indien kam dann eben der historische Buddha, ca. 500 vor Christi. Ich will heute nicht nochmal auf seine Lebens Lebensbeschreibung eingehen. Die ist sehr tiefgründig, insbesondere kann man sie auch psychologisch sehr gut interpretieren. Vielleicht mache ich da mal einen eigenen Abend zu. Auf jeden Fall sollte man verstehen, dass der Buddha. Das ganze Leben des Buddha sich darum dreht, um, um endgültige Sinnfragen, also Antworten auf existenzielle Fragen unseres Lebens, nämlich die Frage, welchen Sinn unser Leben überhaupt hat, und letztlich die Frage, die Grundprämisse, die ich immer wieder hier wiederhole bei allen Abenden, dass es immer darum geht, dass wir als Lebewesen, eine Empfindung haben von Glück und Leid und dass wir Glück erfahren möchten und nicht leiden möchten und sich die Frage stellt, woher kommt Glück und, und woher kommt Leiden, beziehungsweise wie kann man Leiden überwinden. Darum dreht sich die gesamte Lehre des Buddha. Der Buddha hat mal gesagt, meine gesamte Lehre hat nur einen Geschmack. So wie der Ozean nur den Geschmack des Salzes hat, so hat meine Lehre nur den Geschmack der Befreiung. Der Buddha hat nicht irgendwas einfach dahergesagt, weil er das als klugen Gedanken fand oder interessanten Gedanken, sondern wenn man es genau untersucht, alles, auch wenn es unglaublich vielfältig ist, was in der buddhistischen Gelehrsamkeit erläutert wird, hat letztlich einen sehr pragmatischen Zweck, nämlich dass es uns verhilft zu echtem Glück. Ja, wir können das ganz allgemein mal noch mal kurz betrachten. Wir können davon ausgehen, dass wir als Lebewesen, die nicht nur einen Körper haben, sondern auch einen Geist. Und der Geist ist nicht völlig identisch mit dem Körper, eben Empfindungen von Glück und Leid haben. Und sobald man diese Empfindung von Glück und Leid hat, strebt man nach Glück und möchte Leiden überwinden. Da hat sich bis heute wahrscheinlich wenig dran verändert. Der Dalai Lama, als er das erste Mal so in den Westen kam, in den 70er Jahren, da soll mal eine große Pressekonferenz gewesen sein, ich glaube in Heathrow in London. Dann fragten die Journalisten, ob er nicht noch was besonders Kluges zu sagen hätte. Er gilt doch als so weise. Da hat er gesagt, alle Wesen möchten Glück erlangen und möchten nicht leiden. Da haben die Journalisten wahrscheinlich ein bisschen komisch geguckt und gesagt, okay, das haben wir uns denken können. Aber sie haben es vielleicht doch nicht ganz richtig verstanden, weil das ist eine, eine Tatsache, die man nicht nur intellektuell verstehen sollte, sondern mit seinem ganzen Wesen, dass man wirklich von Herzen versteht, ja, wir sind alle gleich da drin, ob es Tiere sind, ob es Menschen sind, ob es andere Wesen sind. Wir wollen alle Glück und kein Leiden. Wenn wir das verstehen würden, würden wir schon wesentlich glimpflicher miteinander umgehen auf diesem Planeten. Insofern ist das eine sehr gute, weise Antwort. Wenn sie jemand sagt, wie der Dalai Lama, der das wirklich durchdrungen hat, dann hat das eine sehr tiefe Bedeutung. Man kann auch tatsächlich sehen, dass das hingeht bis zu den kleinsten Lebewesen. Wenn hier eine Ameise durch den Raum geht und ich würde den Finger davor halten, dann würde sie versuchen, auszuweichen in irgendeiner Weise. Wenn dagegen hier was Süßes ist, dann kommen die ganzen Ameisen und wollen das haben. Das spricht dafür, dass sie genauso wie wir sind, dass sie Glück wollen und kein Leiden. Das hat auch große Bedeutung für den Tierschutz, wenn wir uns das wirklich klar machen. Mittlerweile ist ja wohl bekannt, dass sogar Schweine sehr empfindungsfähige Wesen sind, sehr, sehr sensibel sogar. Wenn man dagegen hält, was wir mit denen tun, was ja in den letzten Wochen sehr stark in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit getreten ist, ja, dann ist das klar, was für eine gewaltige Brutalität und wirklich Mörderei wir da an den Tag legen gegenüber den Tieren, unseren engsten Verwandten sozusagen. Die genetisch gesehen, manchen ist die Genetik ja so wichtig, teilweise 98 Prozent wie wir sind, <laughs> und trotzdem behandeln wir sie wie, wie, als wären sie keine Lebewesen, die Glück wollen und kein Leiden. Der Unterschied ist allerdings, dass Tiere nur ein sehr beschränktes Programm haben, Glück zu erlangen und Leiden zu vermeiden, hauptsächlich Flucht und eben, dass sie auf etwas zugehen. Die gesamte menschliche Kultur ist nichts anderes als eine Antwort auf die Frage, woher kommt Glück und woher kommt Leiden. Alles, was die Menschen machen, kollektiv und individuell, können wir verstehen als quasi Experimente mit dem Glück, dass sie ausprobieren, wie sie glücklich werden können. Das tragische daran, dass das ist, dass zwar alles, was der Mensch macht, gedacht ist, um glücklich zu werden, dass aber vieles, was er tut, genau zum Gegenteil führt, nämlich zum Leiden. Das ist sehr, sehr tragisch. Aber man sollte verstehen, dass selbst die verrücktesten Handlungen, die Menschen machen, letztlich gedacht sind, um sie glücklich zu machen, aber eben aus völliger Unwissenheit und Verwirrung hinaus. Man kann sagen. Einige Wege, die der Mensch einschlägt, sind katastrophal, insbesondere wenn man Gewalt anwendet. Andere Wege des Menschen, die führen durchaus weiter, aber nicht sehr tiefgründig. Einige sind richtig gut und andere sind ausgezeichnet. <laughs> Wobei nicht alle Wege gleich gut sind. Wir neigen heute dazu zu sagen, alles ist gleich gut oder sowas, weil wir eben so liberal und so weiter sind. Das ist auch schön. Aber deshalb muss man nicht gleich sagen, dass alles gleich gut ist, egal was Leute machen. Ob sie nun Schrimpfköpfe sammeln oder wie Mutter Teresa handeln, ist alles gleich gut, ist nur kulturelle Geflogenheit. ist halt relativ. Das bringt uns nicht weiter, sondern wir sollten erkennen, dass einige Dinge, die der Mensch macht, um glücklich zu werden, sehr tiefgründig sind und tatsächlich mit der Wirklichkeit übereinstimmen, während andere Sachen wirklich katastrophal daneben sind und sehr schlecht sind. Und andere bewegen sich irgendwo dazwischen, wie gesagt. Aber ein völliger Relativismus, dass man sagt, egal was jemand macht, ist alles gut, das ist heute sehr verbreitet, führt uns aber auch nicht wirklich weiter. Gut, auf jeden Fall, wir können mal selber bei uns überlegen, was wir so tun, um glücklich zu werden. Hat ja jeder genug eigene Erfahrung. Ich bin sicher, wenn man in sich geht, wird man sehen, dass man alles, was man bisher im Leben getan hat, getan hat, um glücklich zu werden. Nur dass es bisher immer noch nicht so richtig funktioniert hat, offenbar. Haben offenbar noch nicht die tiefsten Mittel dafür gewunden. Das Versprechen der Religion ist ja im Allgemeinen, man kann dieses Glück wirklich finden, das man sucht. Und zwar ein tieferes, endgültiges Glück, nicht ein zeitweiliges, oberflächliches Glück. Wir haben alle eine Intuition, dass wir das wollen und dass es das gibt. Viele sagen natürlich, das ist Täuschung, das ist eine Illusion. Aber tatsächlich die großen Religionsstifter haben gesagt, es gibt dieses endgültige Glück und man muss nur die richtigen Mittel dafür finden. Aber was wir normalerweise so machen, ist hauptsächlich äußere Mittel zu benutzen, um glücklich zu werden. Wir können das ja mal überprüfen, was wir den ganzen Tag so machen, wenn man auch nur ein Prozent seines Tages damit verbringt, an sich selber zu arbeiten um seinen eigenen Geist weiterzuentwickeln, damit man glücklich wird, dann ist man aus meiner Sicht schon ein sehr spirituelles Wesen. Und ich wäre bereit, diese Person zu verehren, die das tut. Meistens sind wir nur unterwegs, um irgendwo in der Außenwelt etwas zu unseren Gunsten zu verändern. Das ist durchaus legitim, aber wenn man davon ausgeht, dass es allein von äußeren Mitteln man nicht glücklich werden kann, dann sieht man eben, dass es unausreichend ist, was wir da bisher versuchen. Zum Beispiel viele Menschen streben hoffentlich nicht nach Gewalt. Das ist, wie gesagt, der schlimmste Weg. Nicht nur für die anderen, die Gewalt erleiden, sondern auch diese Gewalt wird auf einen selber zurückfallen. Das ist keine Frage. Da brauche ich nicht weiter drüber zu reden. Zum Beispiel bei Diktatoren kann man das deutlich sehen. Die wirken nicht besonders glücklich. Aber sie müssen einen riesigen Geheimdienst aufbauen und sich verstecken und so weiter, damit ihnen nichts passiert. Die wollen auch glücklich werden damit, aber irgendwann erwischt es sie meistens. Und spätestens, wenn sie sterben, sind sie wahrscheinlich auch voller Leiden und Schwierigkeiten. Wir selber wollen wahrscheinlich keine Diktatoren werden, aber man kann das doch kurz besprechen, weil jeder hat in sich eine Struktur, dass er teilweise wie so ein Diktator auftritt. Das sind die Momente, wo wir so trotzig sind und sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben und stampfen mit dem Fuß auf wie so ein kleines Kind sozusagen. Das ist diese Struktur, die letztlich gewaltsam enden kann. Deshalb kann einem das auch ganz schön befremden, wenn ein Mensch so reagiert. Ich bin ja auch Gestalttherapeut, da nennt man das Kontaktabbruch. Das heißt, man bricht seine Beziehung zu anderen Menschen auf, weil man sich vielleicht verletzt fühlt. Das ist immer der Ursprung der Gewalt. Und dann denkt man, das Beste ist, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Am liebsten würde ich ihn vernichten, aber das lässt sich nicht immer so machen. Aber wie gesagt, wir sind nicht so weit, dass wir andere umbringen wollen, ernsthaft. Aber kleine Kinder ziehen sich dann einfach in ihr Zimmer zurück und sagen: Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Irgendwann muss man da wieder rauskommen. Aber dieser Weg führt offenbar nicht weiter. Er ist der Ansatz dessen, was später auch zu Gewalt wird. Deshalb sollte man durchaus noch mal überlegen, ob man nicht auch solche Strukturen in sich hat. Wenn man sobald jemanden ein bisschen beleidigt oder man sich nur beleidigt fühlt, dann ist man schon fast bereit, den Kontakt abzubrechen, vielleicht sogar dem anderen entsprechend was zurückzuschleudern, so dass es ihnen auch leiden zufügt. Und eventuell kommt es sogar zu schlimmen Worten und schlimmen körperlichen Taten, bis hin zur Tötung. Leider nehmen manche diesen Weg an, dass das ein Weg zu Glück ist, wenn man Gewalt ausübt. Aber die meisten zivilisierten Menschen würden das so heute nicht akzeptieren. Populärer ist allerdings sein Weg zu suchen, indem man materielle Güter ansammelt. Im Prinzip ist es ja auch durchaus so, dass es zu mehr Glück führt, wenn man ein bisschen materielle Dinge hat. Ein gut gefülltes Konto führt sicherlich zu mehr Entspannung, als wenn man gar nichts hat. Ja, auf dem Kirchentag wurde ich mal gefragt zu der Frage, so viel du brauchst. Also, es ging um die Frage, was braucht der Mensch? Habe ich gesagt, zuerst braucht er mal ein bisschen auch materielle Grundlage für sein Leben, sonst ist er voller Not und Schwierigkeiten. Und das sagen auch die modernen Glücksforscher heutzutage, dass tatsächlich ein Mensch, der gar nichts hat, wenn er dann ein bisschen was hat, dann ist er darüber erstmal sehr viel glücklicher. Zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo die Japaner und Deutschen am Boden lagen, waren sie verständlicherweise sehr unglücklich. Man kann dann sehen, dass bis in die 60er Jahre hinein sich das subjektive Glücksniveau der Japaner und Deutschen massiv erhöht hat. Aber dann hat sich das Einkommen der Deutschen und Japaner noch mal vervielfältigt, aber das Glück hat offenbar nicht mehr zugenommen. Und so ist es auch in unserem persönlichen Leben. Wenn wir ein gutes Einkommen haben und würden das noch mal verdoppeln, führt es nicht zu doppeltem Glück. Im Gegenteil, irgendwann langweilt es uns sogar fast und hat keine Bedeutung mehr und schafft uns sogar viele Probleme. Gut, insofern sollte man das Streben nach materiellen Dingen relativieren. Es kann bestimmt kein dauerhaftes, endgültiges Glück schaffen. In den letzten Tagen hörte ich gerade von Fußballern, die das gleiche sagen. Schürle, einer der Weltmeister von 2014, ist, obwohl er noch nicht mal 30 ist, zurückgetreten, obwohl er noch viel Geld hätte verdienen können einfach weil er merkt, dass es ihn nicht befriedigt. Er sagt sogar von seinem ersten Geld als Fußballer hat er sich erstmal ein tolles Auto gekauft. Aus seiner heutigen Perspektive wäre das Glück, das er dadurch erreicht hat, höchstens sieben Stunden lang gewesen, <laughs> sondern sehr kurz. Wenn man dann 20 solcher Autos im Garage hat, wird es auch nicht besser. Also insofern ist das nicht das Entscheidende, was nicht bedeutet, dass man sich nicht um Materielles ein bisschen kümmern sollte." Darüber hinaus strebt man dann vielleicht nach, nach Berühmtheit, also natürlich wollen wir alle Wertschätzung und eine gewisse Anerkennung, aber manche Leute denken wirklich, wenn sie berühmt werden, gerade heutzutage in den sozialen Medien und so weiter, dann wären sie unheimlich glücklich, aber alle, die wirklich berühmt sind, scheinen sehr unglücklich zu sein. Hm. Alleine die Suizide, die man alle im Popgeschäft sieht, das ist ja wirklich dramatisch. Das ist ja kaum einer der großen Stars, die nicht vorzeitig gestorben sind. Kann man auch irgendwie nachvollziehen. Erst stehen sie auf der Bühne vor 50.000 Leuten und nachher sind sie allein im Hotel und müssen mit sich klarkommen. Das sagen sie auch selber, dass sie das nicht glücklich gemacht hat. Viele berühmte Leute sehen sich danach wieder nicht berühmt zu sein. Das ist nachvollziehbar. Am Anfang ist vielleicht ganz lustig, wenn dann jeder erkennt. Und später ist es ein großer Fluch, dann will man nur noch unbekannt sein. Allerdings, wenn man dann plötzlich unbekannt ist, leidet man auch drunter, weil man sich ja so danach gesehnt hat, <laughs> berühmt zu sein. Gut, wir wollen vielleicht keine großen Popstars werden, aber dass wir immer glauben, wenn noch mehr Leute uns besonders toll finden, dass wir dann glücklicher werden, das ist nicht der Fall. Letztlich kommt es nur darauf an, dass man ein paar Leute um sich hat, die einen wertschätzen, mit denen man respektvolle Beziehungen, gute Beziehungen, möglichst liebevolle Beziehungen hat. Aber es liegt kein Wert daran, dass man besonders bekannt ist. Im Gegenteil. Und auch Macht ist etwas, was einen fast immer korrumpiert und sehr viele Probleme schafft. Ich habe keine großen Neid gegenüber den großen Machthabern in der Welt. Wenn ich diese angucke, haben die ein sehr trauriges Leben. Sie müssen auch ständig kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und am Ende verlieren sie dann doch wieder. Vielleicht auch im November passiert das einer Person die das kaum glauben können. Und dann ist man wieder ganz unten. Aber während sie ihre Macht haben, sind sie auch nicht glücklich, sondern kämpfen ständig darum, noch mehr Macht zu haben und wirken sehr ärgerlich und, und, und wirklich gestresst. Also das kann nicht der, der Sinn der Sache sein. Ich glaube, Michelle Obama über die hat... Joe Biden gesagt, sie würde freiwillig nie wieder in die Nähe des Weißen Hauses kommen. Also das mit dem Macht haben scheint nicht so angenehm zu sein, selbst wenn man nur die Frau des Präsidenten ist, aber alleine das reicht schon. Obama selber, der männliche Obama war mal in Ägypten am Anfang seiner Amtszeit und hat da die Pyramiden betrachtet. Das Einzige, was da übrig geblieben ist von diesen großen Pharaonen oft, die über lange Zeit geherrscht haben, ist oft nur der Namenszucht, der da noch irgendwo erhalten ist. Und dann hat er so kontempliert, diese Leute hatten bestimmt auch einen Stress nach dem anderen. Ständige Intrigen, ständige Streitereien. Und das Einzige, was übrig geblieben ist, ist, ist so ein Schriftzug auf der Mauer. <laughs> Gut, und so wird es auch jemanden gehen, wenn er mal Präsident der Vereinigten Staaten oder eben in China Machthaber ist und so. Man wird einfach vergessen werden. Auch der Mantel der Geschichte ist nicht besonders lang. Selbst wenn man was ganz Besonderes wird ist, wird man höchstens ein paar Jahrhunderte davon von einem gesprochen. Aber ehrlich gesagt, so toll ist es auch nicht, wenn von einem gesprochen wird und man schon lange tot ist und woanders ist. Harari wiederum hat gesagt, in der Schule musste er in Israel immer Fahnen schwingen und dann haben sie gesungen über all die Helden, die in den Kriegen Israels gestorben sind, dass sie ewig ihre Namen sprechen werden. Ja, mit ewig ist sowieso nicht so doll. Also, soweit wir wissen, ist seit dem Big Bang 18 Milliarden Jahre vergangen. Also, wie lange noch den Helden Israels gedacht wird, das kann ich nicht genau sagen. Aber wenn es einigermaßen läuft, vielleicht ein paar Jahrzehnte, was ist das? <laughs> was ist das für eine Ewigkeit? Und zuerst dachte er, das wäre ja toll, wenn ich tot bin als Held Israels und die singen meinen Namen. Aber dann dachte er, da bin ich ja tot, dann kriege ich das gar nicht mehr mit. Also, das ist nicht so doll. Ich erinnere mich, dass Gorbatschow in den 90er Jahren in allen Zeitschriften als größter Mann des 20. Jahrhunderts gefeiert wurde. Vielleicht ist er das auch. Aber was hat er heute noch für eine besondere Berühmtheit oder Bekanntheit? Ist nicht mehr doll. Kaum noch jemand spricht von ihm. Er lebt sogar noch, aber spielt keine große Rolle mehr. Ne? Und auch Herr Kohl wird nicht mehr viel von gedacht, obwohl er sogar der Kanzler der Einheit ist und immer sehr viel Wert darauf legte, dass die Geschichte noch lange an ihn denkt. Ne? Aber so lange ist das mit der Ewigkeit dessen, was die Geschichte an einen denkt, auch nicht. Gut, vielleicht haben wir ansatzweise auch die Vorstellung, es werden sich Leute noch lange an uns erinnern, wenn wir besonders mächtig und berühmt sind, aber das ist nicht der Fall. Insofern ist das auch kein wirklich wirkungsvoller Ansatz. Vielleicht möchten wir körperlich besonders attraktiv sein, aber auch das hat seine Grenzen. Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, kann man das definitiv feststellen, dass es nicht besser wird von der Attraktivität, Gesundheit und Stärke. Natürlich sollte man sich kümmern um seinen Körper, um Gesundheit, aber zu glauben, mit einer Art Körperkult könnte man endgültiges Glück erreichen, das ist auch nicht der Fall. Ne? Manche ho große Hollywood-Diven und so weiter haben, nach, nachdem sie 40, 50 waren, sich nicht mehr aus dem Haus getraut, damit die Leute nicht sehen, wie sie älter geworden sind. Ne? Auch die Kaiserin Sissi von, von Österreich, über die man ja immer so viel spricht, über ihre Schönheit und so weiter. Sie hat sich nicht mehr fotografieren lassen, seitdem sie 40 oder 50 war. <laughs> es existieren keine Fotografien von ihr oder nur ganz von Weitem ja also das muss auch ein unheimlicher stress sein und viele junge leute haben heutzutage auch insbesondere junge mädchen viel stress damit dass sie makellos sein müssen wie diese frauen in den zeitschriften die es gar nicht gibt sondern die nur aus pixeln zusammengesetzt sind meistens mit makelloser haut und so weiter. aber letztlich kann man sollte man sich zwar um seinen körper kümmern aber zu glauben dass man besonders glücklich ist wenn man besonders attraktiv ist das lässt sich nicht beweisen. Besonders attraktive Menschen haben sogar besonders viel Leiden. Viele Leute interessieren sich auch nur für sie, weil sie schön sind. Manche sagen, Marilyn Monroe wäre so kurzsichtig gewesen, weil sie ständig angestarrt wurde und das nicht mehr ertragen konnte. Auf jeden Fall ist es psychologisch nicht sehr, sehr schön, wenn alle Leute sich nicht nur für einen interessieren, weil man gut aussieht. Spricht nicht dagegen, dass man versucht, attraktiv zu sein insbesondere wenn man Leute auch Bezug bringen will zum Dharma und so weiter ein Bodhisattva möchte zum Beispiel durchaus auch für andere attraktiv sein zumindest nicht abstoßen damit er sie zum Dharma bringen kann aber zu glauben dass es das für das eigene Glück besonders wichtig ist ist vollkommen übertrieben ja wenn wir das erkannt haben denken wir vielleicht vielleicht mache ich Philosophie oder Naturwissenschaft zum Beispiel werden viele Wissenschaftler Letztlich wahrscheinlich auch, weil sie den Sinn des Lebens finden wollen. Der bekannte Fernsehjournalist Harald Lesch hat neulich gesagt, dass er zu religiösen Menschen manchmal sagt, wir suchen das Gleiche, nämlich nach dem letztlichen Sinn des Lebens. Das ist bei Wissenschaftlern auch nicht anders. Nur es ist eine völlige Illusion, dass man versucht, äußere Dinge zu untersuchen und dann letztlich den Sinn des Lebens finden kann. Das ist gar nicht Aufgabe der Wissenschaft und ist mit ihren Mitteln überhaupt nicht möglich. Ich kenne viele hervorragende Wissenschaftler, und man hat vielleicht mal gehört von Mathieu Ricard, der war selber bekannter Chemiker, schon bevor er Mönch wurde. Und ich kenne auch andere Naturwissenschaftler, die buddhistische Mönche geworden sind, weil sie gemerkt haben, dass sie auf dem Weg überhaupt nicht das finden, was sie eigentlich suchen, nämlich Antworten auf ihre Fragen nach den letztlichen Dingen. Ich habe schon mal Karl Friedrich von Weizsäcker zitiert, der gesagt hat Die Naturwissenschaft verdankt ihrem Erfolg dem, dass sie alle wesentlichen Fragen weglässt. Das war jetzt kein Wissenschaftsbashing, aber wenn man Wissenschaftler fragt, was eigentlich die Bedeutung von Wissenschaftler ist, geht es nicht um die letztlichen Fragen des Sinn des Lebens, sondern es geht im Wesentlichen darum, dass man Dinge zählen kann und funktionsfähig machen kann. Das mag sehr nützlich sein, wenn man Flugzeuge herstellen möchte und das ist sehr eindrucksvoll, aber es nützt einem letztlich nichts, endgültiges Glück zu erlangen eckart tolle berichtet auch immer dass er als er noch auf der universität war einen professor unglaublich verehrte für die klarheit seiner wissenschaftlichen gedanken eines tages kam er in die universität und hörte dass sein, sein professor selbstmord begangen hatte. ja leider ist es auch aus sicht der glücksforscher nicht so dass ein besonders intelligenter mensch der besonders viel weltliche dinge gelernt hat deshalb besonders glücklich ist. Im Gegenteil, sehr intelligente Menschen gelten als eher begabt für Unglück. <laughs> Wenn sie es nicht mit Dharma verbinden, kommt da oft sehr viel Kompliziertes dabei raus. Wenn ihr Geist keine Ruhe hat, keine Konzentration, dann kann zu viel Wissen einen nur noch komplizierter und schwieriger machen. Ja, das, das ist eine komische Vorstellung im Westen, dass Geistigkeit bedeutet, dass man besonders kompliziert ist. <laughs> Meine Mutter hat immer gerne Feuilletons gelesen über irgendwelche westlichen, sogenannten geistigen Menschen, irgendwelche Schriftsteller, Wissenschaftler, Philosophen. Ja, und, und ich hatte den Eindruck, man ist nur dann ein geistiger Mensch, wenn man besonders unglücklich ist, weil viele von denen hatten irgendwie Selbstmord gemacht oder ganz schlimme Leben gehabt, voller Leiden und Schwierigkeiten. Deutlich wird auch unsere Vorstellung eines geistigen Menschen an der Statue von Rodin, der Denker. Da hat ein Zen-Meister, ich glaube Suzuki, mal drüber gelästert und gesagt, wenn man so da sitzt, kann man keinen vernünftigen Gedanken denken. <laughs> Völlig verkrampft so irgendwie. Das ist nicht die Vorstellung der östlichen Spiritualität, dass man zur Erkenntnis der Realität kommt, indem man sich verkrampft, indem man viel zu viel denkt, indem man ja mit Gewalt versucht irgendwie wie das Bacon mal gesagt hat, der Natur ihre Antworten abzuringen, wörtlich sie auf die Folterbank legt, die Natur, um, ihre, um ihr die Antworten herauszuziehen, sozusagen. So funktioniert das nicht. <laughs> Gut, auf jeden Fall, Wissenschaft ist sicherlich auch nach Ansicht des Dalai Lama, kann es sehr wertvoll für unser Leben sein, aber nur dann, wenn es von einer geistigen, richtigen Motivation und Haltung getragen ist, sonst wird es eher negativ für uns ausgehen weil negative Nebenwirkungen entstehen, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung und all diese anderen Dinge, die Waffentechnik und so. Es ist die alte indische Vorstellung, dass es verschiedene Wissenschaften gibt und dann gibt es die spirituelle Wissenschaft, die sogenannte innere Wissenschaft. Wenn die innere Wissenschaft blüht, dann blühen auch die äußeren Wissenschaften, die sind zum Wohle der Wesen, heißt es. Wenn die innere Wissenschaft nicht blüht, dann werden sich die äußeren Wissenschaften gegen den Menschen wenden, heißt es. Ja, das ist eine Prophetie für unsere Zeit, die einem schon zu denken gibt. Goethe hat es mit dem Zauberlehrling ja auch beschrieben. Wenn man gewaltige Kräfte entfaltet hat, aber sie nicht wirklich in richtiger Weise binden kann, wie der große Zaubermeister, dann werden einen diese Kräfte eher, eher gefährden. Auch Philosophie kann man vielleicht denken, ohne Meditation und ohne entsprechende ethische Praxis könnte einem zum Glück verhelfen. Da kann ich aber aus eigener Sicht sagen, dass das nicht funktioniert. Ich habe Philosophie an der Uni studiert. Ich kann nicht behaupten, dass die Professoren dort besonders weise wirkten oder so. Waren wirklich nette und gelehrte Leute. Aber sie waren genau wie andere. Wenn man ihnen komisch gekommen ist, sind sie gleich ärgerlich geworden. Wenn man sie gelobt hat, dann fühlten sie sich offenbar sehr stolz oder so etwas. Keine Anzeichen dafür, dass sie besonderes Glück gefunden hatten. Das liegt wahrscheinlich darin, dass westliche Philosophie seit langer Zeit, das war im alten Griechenland sicherlich nicht so, nur als Kopfdisziplin benutzt wird, nur als bloßes Denken, nicht als, als Lebenskunst, wie das bei Sokrates sicherlich noch der Fall ist. Das hat sich so entwickelt. Insofern. Wenn ich nach dem Sinn des Lebens an der Uni fragte, haben sie nur gelächelt zu sagen, das war nicht Thema. Die waren hochspezialisiert in allen möglichen Fragen über bestimmte Philosophen oder Themen. Aber eine Gesamtschau der Wirklichkeit habe ich da auch nicht so richtig gesehen. Dann kommt man vielleicht heutzutage noch zur Psychotherapie. Ich bin ja selbst Therapeut, aber das ist sicherlich etwas, was hilfreich sein kann, seine eigene Struktur zu individuelle Struktur in diesem Leben zu erforschen, wie sie sich individuell entwickelt hat aus der Biografie, weil das prägt oft auch die Art und Weise, wie man den Dharma dann aufnimmt. Aber zu glauben, dass man alleine mit diesen Mitteln die letztliche Wirklichkeit erkennt, das will man ja auch gar nicht unbedingt in der modernen Psychotherapie. Das ist eine Illusion. Das mag manche überraschen, aber der Dalai Lama hat mal gesagt: Aus seiner Sicht ist die moderne Psychotherapie noch in den Kinderschuhen. Das heißt er glaubt, dass die alten spirituellen Wege sehr viel mehr Wissen über das Wesen des Geistes haben, als die moderne Psychotherapie bisher auch nur ansatzweise herausgearbeitet hat. Das bedeutet nicht, dass Psychotherapie nicht sehr hilfreich sein kann, sonst würde ich das ja auch nicht machen. Aber zu glauben, dass sie in Bezug auf die endgültigen Fragen besonders tiefgründig ist, das ist wahrscheinlich auch eine Übertreibung. Man kann es aber sicherlich gut mit dem Dharma verbinden. Gut, weshalb ich das alles sage. All diese Ansätze haben wir vielleicht ansatzweise schon ausprobiert, also von mir kenne ich das auch. Aber letztlich wird man merken, dass keiner dieser Wege zu dem führt, was man wirklich möchte, ein dauerhaftes Glück, echten Frieden. Und eben dann geht man vielleicht zum religiösen Bereich und tatsächlich ist wahrscheinlich in Bezug auf die endgültigen Fragen in den religiösen Traditionen immer noch am meisten Wissen vorhanden allerdings oft in einer form, die nicht mehr so verständlich ist für den modernen menschen, symbolisch mit mythen und metaphern, mit darstellung eines, eines persönlichen gottes und so weiter. das ist für den modernen menschen schwer verständlich. was aber dabei transportiert wird an inhalten ist eigentlich sehr tiefgründig, nur dass das eben vielleicht nicht mehr auf eine weise transportiert wird, die für uns heute eben verständlich ist. Der Buddhismus tut sich da offenbar etwas leichter, weil er seinen Schwerpunkt nicht in irgendwelchen Mythen hat, obwohl es die im Buddhismus auch gibt, wie in allen Religionen, sondern der Schwerpunkt liegt, wie gesagt, in der Geistesschulung und auch, dass man eben den spirituellen Weg entsprechend logisch untersuchen kann, kritisch prüfen kann. Man bezeichnet den Buddhismus deshalb auch manchmal als eine Wissenschaft des Geistes. Also kurzum, aus buddhistischer Sicht ist der letztliche Weg zum Glück im eigenen Geist zu finden. Durch die Schulung des Geistes, die Weiterentwicklung des eigenen Geistes erreicht man Glück. Durch eine negative Prägung des eigenen Geistes erreicht man Leiden oder kommt Leiden zustande. Das ist die Quintessenz der vier edlen Wahrheiten, über die ich eben spreche. Und entsprechend hat der Buddha die vier Wahrheiten gelehrt. Es gibt die Wahrheit vom Leiden. Die Wahrheit vom Ursprung des Leidens, die Wahrheit von der Beendigung des Leidens und die Wahrheit von dem Weg, der zur Beendigung des Leidens führt. Das hat der Buddha gleich am Anfang seiner Lehrtätigkeit gesagt. Dann hat er das noch ergänzt und hat gesagt, die wahren Leiden sind zu erkennen, die Ursprünge sind aufzugeben, die Beendigungen sind zu verwirklichen und die Pfade sind zu üben. Ja, das war die erste, erste Unterweisung, die vier Wahrheiten entsprechendes Sutras kann man lesen. Das hat sich dann ausgebreitet und der vielfältige Buddhismus, den wir heute haben, bis hin, wir im Westen gekommen, ist basiert auf diesen vier Wahrheiten, die offenbar eine Ergänzung zu unserer Gesellschaft heute im Westen bieten, wie ich eben schon andeutete. Wir haben mehr Wissen von äußeren Dingen. Und die östliche Spiritualität, zum Beispiel in Bezug auf die Lehre von den vier Wahrheiten, hat mehr Wissen von den inneren Dingen. Beides ergänzt sich. In einem ganzheitlichen Weltbild sollte man sowohl über die äußeren Dinge als auch über die inneren Dinge Bescheid wissen. Dann erleben wir wirklich ein ganzheitliches Glück. Der Dalai Lama sagt oft, dass es sein Ideal ist, dass das moderne westliche Wissen, zum Beispiel aus der Naturwissenschaft, was uns einen gewissen äußeren Wohlstand bietet, der durchaus positiv zu, zu sehen ist, wenn er nicht übertrieben wird, verbinden mit einem inneren Reichtum, mit der inneren Entwicklung, dann können wir wirklich von einer guten Zukunft für die Menschheit ausgehen, einer friedlichen Zukunft. Der Buddha hat dabei das Schwergewicht darauf gelegt, dass die letztlichen Ursachen für Glück und Leid innere Ursachen sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht äußere Faktoren gibt, die zu Glück und Leid beitragen. Aber diese sind nicht die eigentlichen Ursachen, sie sind nur Umstände, die dazu führen. Grundsätzlich sollte man immer multikausal denken. Es ist nie nur eine Sache verantwortlich für etwas, sondern es sind immer viele Dinge. Der Buddha bestreitet nicht, dass äußere Dinge, Personen Einfluss nehmen können auf das eigene Glück und Leiden. Aber dahinter ist eine Grundstruktur in einem selber die immer wieder dieses Leiden mit sich bringt, solange man das nicht ändert. Das kann man damit vergleichen, wenn man eine Wunde am Körper hat dann, und dann in ein Kaufhaus geht. Das ist im Moment ja nicht so einfach, aber wenn das der Fall ist, dann überall, wo Leute eben einrempeln, wenn es sehr voll ist, tut es dann einem sehr weh. Und dann kann man sagen, die Leute sind verantwortlich dafür, dass ich die ganze Zeit Schmerzen habe. Aber eigentlich sollte man erkennen, dass man eine Wunde am Körper hat und dass man zwangsläufig, wo viele Leute sind, dann immer wieder gerempelt wird und Schmerzen haben wird. Solange man diese Wunde am Körper hat, wird sich das auch nicht großartig ändern. Und unser eigener Geist ist im Moment wie eine offene Wunde. Alle möglichen äußeren Dinge, die passieren, führen dazu, dass wir leiden, obwohl das nicht zwangsläufig der Fall ist, sondern weil in unserem eigenen Geist eine gewisse Verwirrung oder eine Wunde oder Krankheit besteht. Deshalb sagt der Buddha: Den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Das ist der erste Satz im Dhammapada, einer sehr wichtigen Schrift für alle Buddhisten, und darin wird diese Tendenz des Buddhismus deutlich gemacht. Es geht nicht darum, woher die Welt gekommen ist, materiell oder historisch. Es geht darum, woher kommt die Qualität unseres Lebens, ob wir glücklicher leben oder unglücklicher, erfüllter oder weniger erfüllt. Das ist hauptsächlich von unserem Geist abhängig. Das führt nicht nur zu unserem eigenen Leiden, wenn wir Störungen im Geist haben, sondern auch die Gesellschaft wird dadurch verwirrt. Und wenn wir die menschliche Geschichte betrachten, dann gibt es einen einzigen Ablauf von immer wieder Katastrophen, wo Menschen sich gegenseitig Gewalt angetan haben. Nicht unbedingt die einzelnen Menschen, aber historisch gesehen, manchmal kann Geschichte geradezu langweilig sein. Dann kommt wieder der Krieg, dann kommt wieder der Krieg, dann kommt der Krieg, die Schlacht und die Schlacht. Dann haben die Menschen sich wieder das angetan und das angetan. Dazwischen kommt ab und zu ein Genie wie Jesus oder Buddha oder Sokrates und dann kommt wieder jede Menge Schlachten. Ja, das darf nicht einfach so weitergehen. Insbesondere in einer hochgerüsteten Welt wie unserer wäre das das Ende der Menschheit, sondern wir müssen jetzt diese Veränderung vollziehen und die können wir vollziehen. Das wird in den vier Wahrheiten ausgesagt. Die Entwicklung unseres Geistes. Kann tatsächlich zu echtem Glück und Frieden für uns selbst und auch kollektiv für die Menschheit und alle Wesen führen. Gut, und dann kommen wir zum ersten richtigen Hauptpunkt der vier Erläuterung von Sarah Jetzimpa zu den vier Wahrheiten. Wörtlich da heißt es eigentlich nicht die, die vier edlen Wahrheiten, wie im Westen wieder gesagt wird, sondern es sind. Es sind vier Phänomene, um die es da geht. Es gibt wahre Leiden, wahre Ursprünge, wahre Beendigung und wahre Pfade. So ist das eigentlich gemeint. Viele denken, die vier Wahrheiten sind vier kluge Sätze, die der Buddha gesagt hat. Das sind die vier Wahrheiten vom Buddha. Nein, so ist es nicht. Die vier Wahrheiten sind eine Einteilung der Phänomene, wie es viele im Buddhismus gibt, wie zum Beispiel die vier... Objekte von Satipatthana. Das ist auch eine Einteilung sämtlicher Phänomene. Das heißt, es gibt einige Phänomene, also das, was es gibt, das sind leidhafte Phänomene, andere sind Ursprünge für Leiden, andere sind Beendigungen von Leiden und andere sind Pfade, die zur Beendigung von Leiden führen. Also, so müsste man das eigentlich sagen. Wahre Leiden, wahre Ursprünge, wahre Beendigung, wahre Pfade. Nicht die Wahrheit vom Leiden oder so etwas, das ist gar nicht gemeint. Deshalb ist es auch so, wenn man die vier Wahrheiten versteht, versteht man alles so, wie es ist. Wenn man die 16 Aspekte der vier Wahrheiten versteht, versteht man die Welt, wie sie eigentlich ist. Warum werden sie Wahrheiten gelehrt? Weil sie so existieren, wie sie vom Buddha gelehrt wurden. Und weil sie zur Läuterung führen, wenn man sie versteht. Hm. Deshalb Wahrheiten. Das heißt, äh, und zu den vier Wahrheiten gehören ja auch wahre Leiden und wahre Ursprünge. Da könnte man vielleicht depressiv werden und das sagen ja auch viele, der Buddhismus wäre so negativ, weil er immer von Leiden spricht. Aber es wird ja nicht nur das Leiden und seine Ursprünge gelehrt, sondern auch, wie man da rauskommt, sozusagen. Und insofern, wenn man die vier Wahrheiten versteht, gerade auch die Leiden und die Ursprünge des Leidens, dann führt das zur Läuterung und man kommt heraus aus dem Leiden. Deshalb ist das überhaupt nicht negativ. Es hat mich sehr berührt, dass ich neulich Klausuren in unserem Studium korrigiert habe und da haben wir die Frage gestellt, ob die Leute die vier Wahrheiten als negativ oder destruktiv verstehen, weil so viel über Leiden gesprochen wird. Und fast alle Studenten haben aus ihrem fortgeschrittenen Verständnis heraus gesagt, sie finden das gar nicht negativ, sondern der Buddhismus lehrt ja nicht nur das Leiden, sondern auch, wie man da rauskommt. Und vor allem gibt er ein Mittel an die Hand, wie man da rauskommt. Man ist nicht von irgendeinem Gott abhängig oder von irgendeinem Zufall, sondern man hat selber die Möglichkeit zu verstehen, wie man sich selber das Leiden bereitet und wie man wieder rauskommt. Und das empfanden sie als sehr inspirierend. Zumindest, wenn man eine gewisse Veranlagung hat. Auch selbstständig tätig zu werden, dann sind die vier Wahrheiten nicht deprimierend, sondern eigentlich ein echter Hoffnungsschimmer, dass man merkt, es liegt letztlich doch hauptsächlich an mir. Ich kann tatsächlich was tun, um aus dem Leiden herauszukommen. Ich bin da nicht irgendwelchen Kräften einfach ausgeliefert. Ne? Ja, und die, die, warum heißt es die vier Wahrheiten der Heiligen, wie es wörtlich heißt? Heilig ist auf Indisch das Wort Aya, das ist ein sogenanntes höheres Wesen. Das Wort Aria geht tatsächlich darauf zurück, aber ein Aria ist man nicht, weil man bestimmtes Blut hat, wie die Nazis das gesagt haben, sondern weil man einen bestimmten Geisteszustand erkannt hat, nämlich die Realität erkannt hat, die endgültige Realität, und zwar unmittelbar, nicht begrifflich. Dann ist man ein Heiliger, ein Aya. Und was die Heiligen als wahr erkennen, sozusagen, das ist eben eine Wahrheit für Heilige. Nicht alles, was wahr ist, sehen die Leute auch als wahr. Leider nicht. Ne? Sondern viele Menschen sehen das, was in den vier Wahrheiten gelehrt wird, sogar als Unsinn an oder orientieren sich ganz anders. Sie sehen das, was wahre Leiden sind, als wahres Glück. Sie sehen die Ursprünge für Leiden als etwas, was zum Glück führt und so weiter viele leute sehen spirituelles als völlige zeitverschwendung an. sozusagen sie denken, dass es völliger blödsinn sich damit zu beschäftigen. während die heiligen die ayas erkennen, dass das genau so ist wie der buddha das in den vier wahrheiten gelehrt hat, die phänomene wirklich so sind und entsprechend diese wenigen heiligen wenn die das als richtig erkennen dann sind es tatsächlich die wahrheiten der heiligen. ob andere das als wahr erkennen spielt dabei keine rolle. Im Gegenteil, viele gewöhnliche Menschen sozusagen erkennen das, was die, als die Wahrheit tatsächlich ist, als etwas, was nicht die Wahrheit ist. Und, und umgekehrt erkennen die Heiligen etwas als wahr, was andere Leute als, als unwahr empfinden. Dazu gibt es eine schöne Geschichte von Milarepa, dem großen indisch, äh, tibetischen Yogi. Der saß oben in seiner Höhle und war ziemlich abgemagert und meditierte viel. Und da kamen irgendwelche Menschen hoch und haben sich über ihn lustig gemacht und haben gesagt, da sitzt der große Yogi, ist völlig abgemagert, hat nichts Richtiges zu essen. Der könnte unten den tollsten Bauernhof haben, die schönste Frau heiraten und sitzt hier rum und meditiert. Der ist ja verrückt. Dann hat Milarepa den berühmten Spruch gemacht: Vom Sansara aus gesehen ist Milarepa verrückt. Aber von Milarepa aus gesehen ist Sansara verrückt. Das heißt, er sah diese Menschen, die ihn für verrückt erklärten, als verrückt und unwissend und verwirrt an. Die anderen dachten aber er wäre der Verwirrte. <laughs> ja, wahrscheinlich alle großen Religionsstifter wie Jesus, Buddha, Milarepa wurden von vielen Leuten als verrückt angesehen. Aber aus der spirituellen Sicht haben die die Wahrheit erkannt, nicht die anderen, die sie für verrückt hielten. So viel zur Etymologie, warum heißt es vier Wahrheiten der Heiligen wörtlich? Die definitive Anzahl der vier Wahrheiten ist, dass es genau diese vier sein müssen. Nämlich es gibt, wovon man sich befreien will, das sind eben die Leiden und ihre Ursachen, das Befleckte und das, was man anstrebt, das, was man zu läutern hat und das Unbefleckte, jeweils mit seiner Ursache. Also die vier Wahrheiten sind eine doppelte Kausalität von zwei Ursachen und zwei Wirkungen, nämlich von Sansara, also dem Leiden und seiner Ursache, und von Nirvana und seiner Ursache. Und genau das hatte der Buddha im Sinn, dass genau diese doppelte Kausalität von Ursachen und Wirkungen in Bezug auf Glück und Leiden besprochen wird. Und deshalb sollte es keine fünfte Wahrheit geben oder nur drei Wahrheiten, sondern genau vier, nämlich was ist Leiden und was ist seine Ursache und was ist Glück und was ist seine Ursache. Das ist, wie gesagt, die zentrale Frage, die sich alle Lebewesen stellen aus buddhistischer Sicht, als Menschen sogar bewusst stellen genau diese vier Dinge müssen besprochen werden. Darum geht es in der gesamten Lehre. Dann kann man sich, wenn man ein bisschen überlegt, das ist der dritte Abschnitt bei Sarah Zimper über die Reihenfolge Gedanken machen. Warum hat der Buddha denn zuerst das Leiden gelehrt und dann die Ursache des Leidens? Und dann das Glück und dann die Ursache des Glücks weil in der Realität tritt in der Kausalität ja immer erst die Ursache auf und dann das die Wirkung, das ist ja nicht so, wie das in der Natur funktioniert. Zeitlich gesehen sind immer erst die Ursprünge und dann die Wirkung. Das heißt, es ist erst die Ursache des Leidens da und dann kommt das Leiden und dann kommt das die Ursache des Glücks und dann kommt das Glück. Aber der Buddha hat aus pädagogischen Gründen die vier Wahrheiten genauso gelehrt, wie er sie gelehrt hat, nämlich zuerst die Wirkung und dann die Ursache in bezug auf Leiden und auf Glück, weil er das auf das Subjekt bezogen hat. Es geht ja darum Wesen zum Glück zu führen. Und einfach gesagt, es muss erst das Kind im Brunnen gefallen sein, bevor sie Leute sich Gedanken machen, wie man es da wieder rausholt. Das heißt wir erleben erst, wenn wir Leiden massiv erleben, machen wir uns oft Gedanken, woher es kommt. Obwohl die Ursachen des Leidens schon da sind, fällt es uns erst auf, wenn das Leiden da ist. Und dann, dann äh, machen wir uns darüber Gedanken. Das kann man beim Klimawandel ganz deutlich sehen. Die Ursachen dafür werden jetzt schon seit 100 Jahren gelegt. Seit 30, 40 Jahren sind sie überhaupt nicht zu übersehen. Aber da die meisten Menschen, mittlerweile aber sehr viele, bisher noch nicht direkt darunter gelitten haben, machen sie sich keine weiteren Gedanken darüber. Und dadurch wird massives Leiden entstehen, weil eben die Ursachen nicht, beseit nicht frühzeitig erkannt werden. Aber so sind Menschen offenbar. Die meisten Menschen müssen auch in spirituellen Dingen erst massives Leiden erleben, bevor sie sich auf den Weg zur Befreiung machen. Eckart Tolle sagt, die Menschen werden heutzutage so reflektiert, dass es vielleicht nicht mehr nötig ist. Aber traditionell sagt man in allen Religionen, man kommt wohl nur auf einen wirklich spirituellen Weg, wenn man erst massiv gelitten hat, weil man sonst gar nicht motiviert ist, diesen Weg zu gehen. Wenn man sagt, oh, mir geht's doch prima, alles super, warum soll man dann spirituellen Weg gehen? Man, die Ursachen des Leidens sind alle schon da, aber man sieht sie gar nicht. Ne? Heute gibt es oft Umfragen, wie die Leute sich so fühlen. Und dann heißt es bei 80 Prozent der Leuten meistens, es geht ihnen ausgezeichnet. Und wenn man jemanden fragt, wie geht es dir, sagt er meistens, du, sehr gut. Sobald man den näher kennenlernt und die Umstände seines Lebens, merkt man, dass es eine einzige Katastrophe ist. Oder sehr viele Schwierigkeiten da sind. Aber das sieht er oft, oft gar nicht. Oder zumindest, wenn man tiefer blickt, sieht man, dass es ganz viele Ursachen für Leiden in dieser Person gibt, die in Kürze heranreifen werden. Aber er verschätzt sich völlig und meint, er wäre tatsächlich in guten Umständen, nur weil es ihm im Moment materiell ganz gut geht, es einigermaßen läuft in der Familie oder im Beruf. Aber er ist nicht wirklich dem Leiden entronnen. Die Ursachen sind alle in ihm vorhanden, aber er verdrängt das wahrscheinlich auch. Psychologen sagen auch, dass wir nicht nur verdrängen, sondern. Wir verleugnen die Realität einfach. Das ist ein Teil der gewöhnlichen Psyche. Wir wollen es einfach nicht sehen. Deshalb gibt es auch Klimaleugner nach wie vor. Die sagen einfach: Nö, gibt es nicht. Egal, wie viele Gründe es dafür gibt. Aber spätestens in dem Moment, wo massives Leiden auftritt, das sieht man ja jetzt auch bei Corona. Sobald man sieht, dass einige krank werden oder irgendwelche Probleme auftreten, ökonomischer Art, dann kommt plötzlich ein Riesenapparat in Gange, um was zu ändern. Das würde man sich beim Klimaschutz, wie gesagt, auch wünschen. Aber das ist schwieriger, weil die meisten immer noch nicht massiv leiden. Erst wenn ganz große Dürresommer da sind, dann denken die langsam darüber nach. Aber wie gesagt, wir Menschen sind meistens so: wir sehen erst das Leiden und dann fragen wir uns nach den Ursachen. Deshalb hat der Buddha erst das Leiden erklärt, weil man dort quasi durch muss, das zu erkennen, damit man dann den Wunsch entwickelt, sich daraus zu befreien. Das heißt. Der Buddha selber hat es übrigens so gemacht. Der Buddha, zumindest in seinem äußerlichen Leben, wie man das sieht, hat zuerst das Leiden festgestellt. Er hat einen Alten, einen Kranken, einen Toten gesehen und sich allgemein Gedanken gemacht über Unbeständigkeit und ja, allgemein, was es alles für geistige und körperliche Leiden und Zusammenhänge gibt. Und dann hat er sich gefragt, gibt es eine Ursache für das Leiden? Und seine Analyse war, es gibt eine, nämlich die Unwissenheit. Dann hat er sich gefragt, kann man diese Ursache des Leidens beseitigen? Und er ist zur Erkenntnis gekommen, dass es eine Weisheit gibt, die sie beseitigen kann. Und dann hat er sich auf den Pfad gemacht. Das heißt, er hat analysiert, tatsächlich ist Leiden da. Dann hat er es ganz, ganz cool quasi untersucht: gibt es eine Ursache dafür und kann man diese Ursache beseitigen? Und nachdem er überzeugt war, dass man sie beseitigen kann, ist er mit Entschlossenheit auf den Weg gegangen. Das hat er selber so gemacht. Tatsächlich hat er sich gefragt, ob es eine Ursache hat, ob, man sie, ob sie unbeständig ist, das heißt wandelbar oder zeitweilig ist, oder ob, sie, ob, das, ob das Leiden nun mal etwas Unabänderliches ist. Er ist, hat aber erkannt, dass es eine Möglichkeit zur Beendigung des Leidens gibt und ist dann auf einen Pfad gegangen. Diese Vorgehensweise und Lehrweise des Buddha, dass er auf das Subjekt bezogen die vier Wahrheiten gelehrt hat und nicht zeitlich oder chronologisch, die kann man auch sehen bei jedem Arzt oder Therapeuten. Erich Fromm hat darauf hingewiesen, der sich ja auch sehr stark mit Buddhismus beschäftigt hat und auch im Alter Buddhist wurde, dass tatsächlich jeder Therapeut und Arzt nach der Struktur der vier Wahrheiten vorgeht. Nämlich jeder Arzt wird zuerst eine Diagnose stellen und die fällt halt oft so aus, dass jemand krank ist, auch wenn er es vielleicht noch gar nicht gemerkt hat. Ne? Wenn der Arzt auf dem Röntgenschirm da irgendwas sieht, auch wenn der subjektiv sich noch sehr wohl fühlt, dann muss ein seriöser Arzt ihm sagen, dass das schlecht aussieht und dass man was dagegen tun muss, weil es sonst viel, viel schlimmer wird. Und deshalb muss er eine Diagnose stellen. Und wenn der Arzt gut ist, wird er einem auch sagen können, woher die Krankheit kommt. Das ist dann das Zweite, dass er sagt, schlechte Ernährung, schlechtes Verhalten, vielleicht sogar falsche Gedanken heutzutage. Dann wird der Arzt einem ho hoffentlich Aussicht auf Heilung machen können. Das ist die dritte Wahrheit. Und das vierte ist dann die Therapie, das Einnehmen der Medizin, entsprechende andere Verhalten. Also diese Grundstruktur, die jeder Arzt und auch jeder Psychotherapeut kennt, so muss man einfach vorgehen. Das ist auch die Struktur der vier Wahrheiten. Wir müssen es allerdings übertragen, nicht nur auf die Heilung einer Krankheit, sondern auf die grundsätzliche Heilung. Heilung kommt ja von ganz oder heil oder hohl, wie das im Englischen sagt. Wenn unser ganzes Wesen geheilt ist, das ist, wenn die vier Wahrheiten quasi, die medizinischen vier Wahrheiten, auf unsere ganze Persönlichkeit angewendet werden. Der Buddha hat übrigens diese Struktur wahrscheinlich aus der Ayurveda-Medizin übernommen, die schon älter ist als der Buddhismus. Da gibt es auch diese Struktur. Er hat sie dann auf seine Lehre übertragen. Also, selbst das ist etwas, was der Buddha schon übernommen hat für umfassende Heilung. Überhaupt diese Metapher aus dem Medizinischen ist im Buddhismus sehr stark. Wir haben die drei Zufluchtsobjekte von Buddha, Dharma und Sangha. Und diese werden auch oft verglichen damit, dass der eigentliche Medizin, das heißt, Therapie, die man anwenden muss, die einen letztlich gesund macht, das ist der Dharma. Aber der Buddha ist ein Zufluchtsobjekt, weil er wie der Arzt oder der Heiler ist oder Therapeut, weil er einem die Medizin verschreibt. Und der Sangha ist wie die Schwestern und Pfleger, die einen unterstützen in diesem Heilungsprozess. Auf jeden Fall muss man erst das Leiden erkennen, um Sehnsucht nach Befreiung zu entwickeln, zu einem höheren Glück. Es geht, wie gesagt, nicht um Pessimismus. Wenn der Buddha festgestellt hätte, wir leiden und das ist nun mal so und das kann man nicht ändern, dann hätte er wahrscheinlich nichts gesagt. Vielleicht wäre er dann wieder zurückgegangen und wäre König geworden. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat das Leiden gelehrt, wie das jeder seriöse Arzt auch deutlich machen muss, hat aber gleichzeitig auch gelehrt, wie man da rauskommt. Das ist ein Unterschied zu vielen westlichen Philosophen zum Beispiel. Die Existenzialisten sprechen auch recht tiefgründig über das Leiden. Sartre spricht von dem Geworfensein unserer Existenz und so weiter. Aber die Existenzialisten, auch Camus und andere, bieten keinerlei Ausweg aus dem Leiden an. Das kann man übrigens bei Woody Allen sehen. Der ist Existenzialist. Der redet oft sehr tiefgründig über Leiden, aber ist offenbar sehr deprimiert, weil er keinen Ausweg daraus findet. Existenzialisten sind sehr starke Menschen, weil sie das Leiden durchaus sehen, wie es ist. Vielleicht nicht im Sinne vieler Leben, aber durchaus in dem Sinne, dass sie wissen, dass das Menschenleben voller Frustration und Leiden ist, zwangsläufig. Aber gleichzeitig sehen, haben sie keine dritte und vierte Wahrheit. Also es gibt keine Befreiung. Dann stellt sich die Frage, warum man sich mit einer so traurigen Philosophie beschäftigen muss. Das ist dann nur Pessimismus. Ich kenne sogar Menschen im Westen, die tatsächlich sich selber auch Leiden zugefügt haben, nachdem sie sich mit solchen Lehren beschäftigt haben. Der Buddha lässt einem aber nicht stehen mit den ersten beiden Wahrheiten, sondern dann lehrt er den zwei, zweiten Satz der zwei Wahrheiten, dass das Leben nicht an sich leiden ist, sondern dass es aus Unwissenheit kommt, dass es beseitigbar ist, weil der Geist nicht von Natur aus befleckt ist. Im Gegenteil, der Buddha sagt sogar, der Geist ist nicht Geist, der Geist ist klares Licht. Das ist etwas sehr Positives, dass der Geist tatsächlich befreibar ist von allen Hindernissen, dass es mehr als jede westliche Psychotherapie anbieten kann. Freud hat mal gesagt, das höchste Ziel der westlichen Therapie ist, dass man gut arbeiten und gut lieben kann. Und das war es dann auch. Er selber hat es nicht für möglich gehalten, dass der Mensch über Leiden hinaus wächst. Und er hat den Narzissmus für angeboren gehalten. Das heißt, den kann man nicht ändern. Es gibt keine Therapie, die den Narzissmus vollständig überwindet. Der Buddha lehrt dagegen, dass man die Unwissenheit oder den Narzissmus vollständig beseitigen kann, dass man dauerhaftes, endgültiges Glück erreicht. Solche Ziele gibt es, positive Art gibt es aus meinem Wissen in keiner westlichen Psychotherapie. Es gibt die transpersonale Psychologie, die sich auch mit spirituellen beschäftigt, aber alle anderen Psychotherapien würden sagen, wenn man einigermaßen mit dem Leben zurechtkommt, dann ist schon viel gewonnen. Also, wenn man in der Lage ist, morgens zur Arbeit zu gehen und eine vernünftige Beziehung einigermaßen durchzuhalten, dann ist hat die Psychotherapie gewirkt. Das ist eigentlich ein sehr trauriges Ziel, wenn man das so sieht. Allerdings sehr stark von Freud, dass er, er hat ja mit gewöhnlichen Menschen zu tun gehabt, nicht mit Buddhas. Insofern hat er nicht erfasst, dass es auch Zustände jenseits des Leidens gibt. Er hat illusionslos die Dinge so gesehen, wie er sie eben erlebt hat, und hat darüber gesprochen. Aber wenn das wirklich so ist, dann wäre das eine sehr deprimierende Situation. Der Buddha aber hat nicht einfach nur über das Leiden und seine Ursprünge gesprochen, sondern hat eindeutig davon gesprochen, dass man es das beseitigen kann, dass man sogar Buddhaschaft erreichen kann, dauerhaftes Glück und hat uns präzise den Weg gelehrt, wie man dahin geht. Und wenn man präzise Mittel an die Hand kriegt, dann gibt es keinen Grund mehr, deprimiert zu sein. Dann sollte man diesen Weg gehen, sollte sich auf den Weg begeben. So viel zur Reihenfolge der vier Wahrheiten, warum sie nicht chronologisch sind, sondern auf Subjekt bezogen, aus pädagogischen Gründen, die Metapher der Krankheitsüberwindung. Dann die Natur der vier Wahrheiten, da gibt es eben die wahren Leiden als erstes. Die akademische Definition ist die Wahrheit auf der leidenschaftlich, leidenschaftsverbundenen Seite mit vier Eigenschaften, nämlich unbeständig zu sein, leidhaft zu sein, leer zu sein und selbstlos zu sein. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern, das geht zu weit. Aber die wahren Leiden sind, wie gesagt, bestimmte Phänomene. Und die, die meinen Vortrag über Satipatthana gehört haben, die kennen diese Elemente schon, zum Beispiel als die Daseinsmerkmale: Unbeständigkeit, Beflecktheit, Selbstlosigkeit, Leersein und so weiter. Das sind Eigenschaften, die man an gewissen Phänomenen feststellen sollte, wenn man buddhistische Philosophie studiert. Das heißt, buddhistische Philosophie besteht aus den vier Siegeln, habe ich öfters darüber gesprochen, die sagen, alle Produkte sind unbeständig, alles Befleckte ist leidhaft, alle Phänomene sind leer und ohne selbst, und Nirvana ist der wahre Frieden. Und hier finden wir das wieder, dass alle Phänomene, die eben die man als wahre Leiden bezeichnet, in ihrem eigentlichen Wesen etwas Unbeständiges sind. Das heißt, sie wandeln sich von Moment zu Moment sie sind befleckt oder leidhaft sie sind leer von einem selbst das beständig teilelos und unabhängig ist und sie sind frei von einem selbst das eigenständig substanziell existiert wie es in der hinayana philosophie bezeichnet wird im mahayana kommt natürlich die erkenntnis der leerheit dazu dass die wahren leiden keinerlei selbstexistenz haben keinerlei innerenz gut auf jeden fall warum werden die leiden als leidenschaftsverbunden bezeichnet, weil sie unter dem Einfluss von Störungen und befleckten Taten existieren. Wenn man die wahren Leiden unterteilt, unterteilt man in die unreine Welt der Lebewesen und die Umgebung der Lebewesen. Insofern wahre Leiden bestehen einerseits aus den Lebewesen selber. Also wir als Personen sind im Moment zum Beispiel wahre Leiden. Und die Umgebung, in der diese Wesen sich befinden. Wenn ich übrigens das Wort Leiden benutze, der Buddha hat nicht wörtlich Leiden gesprochen, sondern das Wort im Pali heißt Dukkha und das bedeutet so viel wie Frustration oder Unbefriedigung. Das heißt, es ist kein echtes Glück, kein dauerhaftes, wahres Glück sozusagen. Alles, was in dieser Weise existiert, weil es unter dem Einfluss von Störungen, von Verblendung des Geistes existiert, das sind wahre Leiden. Und dazu gehören die Lebewesen selber, die sich im Sansara befinden, und auch ihre Umgebung, die natürlich geprägt ist vom Geist der Wesen. Wenn man das genauer einteilt, traditionell werden im Buddhismus fünf Daseinsbereiche unterschieden, hat man vielleicht mal gehört, die drei niederen Daseinsbereiche, die man als Höllenbereiche bezeichnen kann, hungrige Geister und Tierbereiche, und die höheren Bereiche der Menschen, der Asuras und der Devas. Da hat man vielleicht mal den Daseinsrad gesehen, diese Bild dieser, dieser fünf oder sechs Daseinsbereiche. Man spricht manchmal auch von drei Welten: das ist der Bereich der Begierde, der Form und der Formlosigkeit. Das ist eine andere Einteilung sämtlicher Wesen im Universum, wobei da von Wesen gesprochen wird, die in tiefen Konzentrationswelten verharren. So etwas kennen wir natürlich im Moment nicht aus buddhistischer sicht gibt es tatsächlich lebewesen, die wir als normale menschen im moment nicht wahrnehmen können. buddhas können sie sicherlich wahrnehmen. wir kennen aber immerhin die tiere und die menschen. das können wir nicht verneinen. darüber hinaus soll es aber noch leidhaftere und noch glücklichere zustände geben, als die wir als menschen oder kennen, oder die wir im tierreich sehen. ich halte das übrigens für überhaupt nicht irrational. Heutzutage wissen wir, dass das Universum tatsächlich zahllose Galaxien hat. Auch in Indien spricht man von zahllosen Welten und zahllosen Lebewesen. Da kann man ganz rational annehmen, dass, dass da auch zahllose dieser Welten bevölkert sind. Mittlerweile forschen die Wissenschaftler schon auf unseren Nachbarplaneten nach früherem Leben oder existenten, vielleicht sehr primitiven, aber immerhin leben. Man geht davon aus, dass man in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich sogar intelligentes Leben zumindest kontaktieren kann, einfach weil man viele Exoplaneten mittlerweile entdeckt hat, die durchaus so existieren, dass man sich dort Leben, sogar intelligentes Leben vorstellen kann. Wir, wir müssen davon ausgehen, dass das Universum vor Leben nur so sprudelt sozusagen. Und dann kann man sich vorstellen, dass einige... Also es scheint so zu sein, dass wo das Leben überhaupt möglich ist, da kommt auch sofort Leben hin. <laughs> Zum Beispiel auf diesem Planeten war Sauerstoff ursprünglich ein Gift. Das hat alle möglichen Wesen hingerafft. Und dann gab es einige Wesen, die haben Sauerstoff als Nahrung benutzt. Und jetzt leben sie hier. Wir leben mitten in einer giftigen Substanz scheinbar, von der wir leben. Das, das scheint deutlich zu sein, dass das Leben unglaublich äh, durchsetzungsfähig ist. Wenn irgendwo auch nur die Spur einer Chance besteht, dass man dort leben kann, entsteht wahrscheinlich sofort Leben. Das sieht man ja auch überall auf einer Sommerwiese oder so wie sofort Leben entsteht, wenn da einigermaßen Bedingungen oder zumindest Leben sich weiter fortpflanzt. Insofern glaube ich, dass es zahllose Wesen gibt. Die werden sicherlich mythologisch dargelegt in verschiedenen Daseinsbereichen, die körperlich auf bestimmte Weise dargestellt werden. Das sind natürlich gewisse Symbole für bestimmte Formen. Zum Beispiel alleine der Tierbereich hat ja zahllose Formen. Wir nennen sie alle Tiere, weil sie in einem bestimmten Bewusstseinszustand tendenziell existieren. Genauso gibt es wahrscheinlich Wesen, die in einem noch viel verwirrteren Zustand existieren als Tiere oder Wesen, die ständig unter starker Begierde leiden. Das nennt man dann Höllenbereiche oder hungrige Geister. Und dann gibt es Wesen, die vielleicht einen sehr ruhigen Geist haben, die nicht zum Erwachen gekommen sind, aber in tiefer Konzentration, tiefem innerem Glück verharren, obwohl sie noch im Sansara sind. Das sind sogenannte Devas. In vielen Religionen spricht man ja auch von Engeln. Das geht vielleicht auch in diese Richtung. Gut, also vielleicht möchten wir nicht, dass es solche anderen Welten gibt, insbesondere niedere Daseinsbereiche. Aber das ist wahrscheinlich nur ein Wunsch, dass es die nicht gibt. Viele sagen heute, was die Buddhisten beschreiben, sind nur menschliche Zustände in Form von anderen Welten. Aber das ist traditionell so nicht gemeint. Das muss man schon akzeptieren. Dass es die Tierwelt relativ objektiv gibt, ist ja keine Frage. Allerdings sagen die großen Meister, dass diese niederen Daseinsbereiche, keineswegs objektiv existieren, sondern es sind Konstruktionen des Geistes der Wesen, die in diesen Bereichen existieren. Aber das hilft uns auch nicht weiter, weil der Menschenbereich ist auch eine Konstruktion unseres Geistes. Das heißt, wir erleben die Welt so, wie unser Geist im Moment ist. Und das ist relativ angenehm. Das Menschenleben ist ein hohes Dasein. Da gibt es zwar Frustrationen und Schwierigkeiten, aber auch viele Annehmlichkeiten. Aber eben, wenn unser Geist wesentlich verwirrter wird, das können wir in jedem Albtraum sehen, oder wir brauchen nur eine kleine Pille nehmen und auf den Höllentrip kommen, dann sehen wir, wie sich der Geist anfühlen kann und einem alles Angst macht und so weiter. Wenn man dagegen einen guten Trip hat, ist plötzlich alles wie der Himmel. Das kommt vom Geist her. Und wenn man dann stirbt und sich diese Geisteszustände richtiggehend manifestieren, dann lebt man in einer entsprechenden Welt. Es wird aber traditionell nicht so gesehen, dass das nur Beschreibungen für dieses Leben sind. Da würde man die buddhistische Tradition nicht ganz ernst nehmen. Innerhalb aller dieser Bereiche des Sansara existieren verschiedene Arten von Leiden, wie zum Beispiel die drei Arten von Leiden und die sechs Arten von Leiden. Die sechs Arten von Leiden habe ich schon mal beschrieben, als es um das Thema geht, Streben nach Bef Befreiung kann man sich anschauen. Da haben wir meditiert über das Leiden der Unbefriedigung. Das heißt, nirgends im Sansara, und Sansara ist kein Ort, das müssen wir erinnern, sondern es ist eine Daseinsweise, wo man unter dem Einfluss von Unwissenheit und Verblendung und Leidenschaften existiert und karmischen Anlagen. Wir können sagen, solange man an seinem Ego festhält, um das mal ganz einfach darzustellen, wie es Eckart Tolle vielleicht darstellt, solange wird man niemals befriedigt werden. Das heißt, Tolle sagt oft, das Ego ist ein Fass ohne Boden. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, egal wie viel Geld man hat, wie viel Macht man hat, man wird immer mehr wollen. Es gibt im Buddhismus Geschichten über jemanden, der ein ganzes Universum beherrscht und der will dann ein zweites Universum. Das ist das Leiden des Daseinskreislaufs. Das Zweite ist Unsicherheit. Man erreicht nie einen Zustand dauerhafter Sicherheit. Das Dritte ist, dass man immer wieder seinen Körper aufgeben muss, wenn man stirbt, obwohl man nicht sterben möchte und immer wieder einen neuen annimmt, auch wenn man das vielleicht gar nicht will, sondern automatisch aufgrund karmischer Anlagen wird man immer wieder in einen physischen Körper hineinkommen mit allen Konsequenzen wie Alter, Krankheit und Tod. Letztlich ist man im Sansara immer allein, heißt es. Das heißt, wenn es zur Sache geht, wenn man stirbt zum Beispiel, wird man alleine sterben müssen. Da wird niemand einen begleiten können, helfen können von außen. Dann wird man wieder alleine geboren und wenn es, wir wissen alle im Leben, wenn es wirklich eng wird, dann müssen wir uns meistens auf uns selbst stützen. Die anderen können uns das nicht abnehmen. Und das Letzte ist, dass es immer wieder auf und ab geht im Sansara, von hoch zu niedrig, zu hoch und so weiter. Ja, das kennen alle aus dem Showbusiness. Man sieht sich immer zweimal beim Aufstieg und beim Abstieg. <laughs> da gibt es niemals ein endgültiges Ziel. Man spricht auch von acht Arten von Leiden im Sansara. Dazu gehören Alter, Krankheit, Tod, Geburt. Die Geburt ist übrigens auch ein heftiges Leiden. Das, das sehen wir vielleicht manchmal ein bisschen illusorisch. Manche Lamas sagen: Ich fürchte mich nicht vor dem Tod, sondern vor der Geburt. Das mag auch angenehme Aspekte haben, wenn ein Kind im Mutterleib ist, aber es hat auch viele unangenehme Aspekte. Und dann die Geburt selber ist sehr traumatisch und so weiter. Gut, das, das sind auch Aspekte von Leiden, zumindest sind es kein reines Glück, wie wir uns vorstellen können. Darüber hinaus gehört dazu noch, dass man ständig von Leuten getrennt wird, mit denen man gerne zusammen sein möchte. Man kommt ständig mit Leuten zusammen, mit denen man nicht zusammen sein möchte und so weiter. Besonders wertvoll sind auch die drei Arten von Leiden, die beschrieben werden. Habe ich auch schon zu anderen Zusammenhängen darüber gesprochen: nämlich das Leid des Schmerzes oder Leid des Leidens. Das Leid des Wandels und das alles durchdringende Leiden, wie es heißt. Das Leid des Leidens oder Leid des Schmerzes brauchen wir uns nicht lange aufhalten. Das ist tatsächlich das, was jedem wehtut und wo, es, wo man körperliche Schmerzen hat, geistige Depressionen, Psychosen und so weiter. Das möchte kein Wesen. Das erkennt jedes Wesen als Leiden. Das Leid des Wandels ist schwieriger. Das hat der Buddha wiederum aus pädagogischen Gründen Leiden genannt. Das Leid des Wandels ist das, was gewöhnliche Wesen als Glück empfinden, angenehme Empfindungen. Das sind äh, philosophisch gesehen Glückszustände. Das heißt, man erlebt zum Beispiel Glück, wenn man etwas Gutes isst oder wenn man an einem kalten Tag die Sonne auf einen scheint. Das nennt man dann Glück und das ist auch Glück. Aber der Buddha hat das Leid des Wandels genannt. Warum? Weil er damit deutlich machen würde, es ist kein verlässliches Glück, kein dauerhaftes Glück. Wenn es ein echtes Glück wäre, was wirklich den Namen Glück verdient, müsste es immer besser werden, je mehr man es genießt. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wenn man zum Beispiel Glück genießt, weil man Hunger hat und dann tut man da was rein und dann hat man nicht mehr so eine unangenehme Tastempfindung im, im Bauch und das nennt man dann das Glück, das man gegessen hat. Der erste Teller ist tatsächlich sehr großes Glück, subjektiv. Der zweite Teller ist auch noch in Ordnung. Der dritte ist dann schon nicht mehr angenehm und der vierte ist schon eine Qual und so weiter. Das heißt, wenn es echtes Glück wäre, müsste jeder Teller noch fantastischer werden. Bei tiefen Meditationen ist das der Fall. Je mehr man das macht, wird man immer glücklicher. Aber wenn man weltliches Glück genießt, wird es nicht besser, sondern es wird eher schlechter. Das nennen die westlichen Philosophen Hedonismus. Aristoteles spricht davon und das bestätigen auch die modernen Glücksforscher. Das heißt, wenn man äußeres Glück genießt, äußere Dinge, sinnliche Vergnügungen vor allem genießt, dann sind sie durchaus angenehm. Aber wenn man sie weiter steigert, wird es nicht immer angenehmer, sondern die Ansprüche wachsen immer mehr und die Frustrationen werden sogar immer größer. Das ist unser ungeschickter Umgang mit Empfindung. Wenn wir Glück genießen, wollen wir immer noch mehr und noch mehr. Das ist eben auch, wenn man Fußballstar ist, dann hat man ein tolles Auto, dann merkt man nach ein paar Stunden, dass es so befriedigend auch nicht ist, dann holt man sich ein zweites, ein drittes, ein viertes. Aber es wird nicht besser, das Glück, sondern es wird immer schlechter. Es hinterlässt Unbefriedigung. Wenn man, wenn man kurze Zeit irgendwie was Neues hat, dann empfindet man das als wirklich ganz toll. Aber auch die Glücksforschung sagt, das ist nicht anhalten, sondern die Wünsche wachsen und man wird eher unbefriedigter. Es kann sogar sein, dass der moderne Mensch mit all seinem Wohlstand teilweise unbefriedigter ist als die Jäger und Sammler, wie Harari sagt, weil die nicht so viele Ansprüche hatten und nicht so viel ständig neues äußeres sinnliches Glück erfahren wollten. Gut, und das, das dritte Leiden nennt man das alles durchdringende Leiden. Das ist die Tatsache, dass wir im Moment eben tatsächlich Körper und Geist haben, die sogenannten fünf Aggregate die unter dem Einfluss von befleckten Handlungen stehen, also Karma. Mit anderen Worten, wir sind im Moment unfrei. Wir haben keine Freiheit darüber, welche Existenz wir annehmen, was mit uns nach dem Tod passiert, weil wir bereits konditioniert sind aus vergangenen Handlungen, die im Zusammenhang mit Unwissenheit und Greifen nach einem Ego bestehen, die sich zwangsläufig so auswirken, dass wir immer wieder neue Schwierigkeiten und Leiden erleben. Das hat auch viel mit Unfreiheit zu tun. Wie gesagt, Freiheit ist ein sehr wichtiger Ausdruck in indischer Spiritualität. Das ist dieses Grundgefühl, ich habe noch lange keine echte Freiheit, solange ich nicht weiß, was nach dem Tod mit mir passiert, ob ich es überhaupt, ich kann es nicht vermeiden, dass im nächsten Moment etwas passiert, was ich gar nicht will. Ich möchte nicht sterben und sterbe trotzdem. Ich werde krank und will es gar nicht werden. Ich treffe auf jemanden, den ich gar nicht treffen will. Und so ist im Moment unser Körper und Geist. Jeder von uns weiß das. Unser Geist ist plötzlich so, wie wir ihn gar nicht wollen. Wir fühlen uns depressiv, nicht gut. Unser Körper hat mal wieder irgendeine Blessur, irgendeine Schwierigkeit und wir können das nicht ändern. Und wenn wir sterben, wollen wir vielleicht einfach nur Frieden haben oder in eine hohe Geburt kommen oder das Nirvana erreichen. Aber danach fragt das Innere nicht, sondern wir werden von dem Wind unseres Karma, von den inneren Anlagen einfach irgendwo hingetrieben. Und solange man das nicht vermeiden kann, so lange ist man noch im Sansara. Die drei Arten des Leidens sind unterschiedlich schwer zu verstehen. Das Leiden des Leidens verstehen, wie gesagt, alle Wesen, auch die Tiere. Das Leid des Wandels verstehen im Allgemeinen auch Philosophen. Geshe Pirmasamten sagte das vor ein paar Tagen auch bei unserem Sommercamp, dass das für jemanden, der ein bisschen nachdenkt und philosophisch ist, nicht so schwer zu verstehen ist dass äußere Sinnesreize und so weiter nichts sehr Verlässliches sind, was uns wirklich echtes Glück bringen kann. Das dritte Leiden aber verstehen nur sehr fortgeschrittene Personen, die, die wirklich schon sehr subtile Leiden verstehen. Die plagt aber dieses Leiden besonders. Man sagt, es ist, als wenn man ein Haar hat, wenn man dieses Haar auf die Handfläche legt, dann tut es einem überhaupt nicht weh. Aber wenn man das Haar ins Auge legen würde, würde es plötzlich sehr wehtun. So ist es so, wenn man ein Heiliger ist, der aber noch keine Befreiung aus dem Daseinskreislauf erlangt hat, dann hat man keine großen Leiden des Leidens mehr und das Leid des Wandels ist für einen auch kein Problem mehr, aber das alles durchdringende Leiden, das möchte man unbedingt überwinden. Also es scheint ein Lebensgesetz zu sein, dass je nachdem wie weit man entwickelt ist, sind bestimmte Leiden nicht mehr da, aber andere Leiden rücken in den Vordergrund. <laughs> Es kommen immer wieder neue Herausforderungen auf höheren Ebenen. Das kann man auch bei Ken Wilbers Theorie sehen. Das, es gibt keine geistige Meme oder Entwicklungsstufe, wo nicht wieder neue Probleme und Neurosen auftreten, aber wesentlich subtiler. Das ist wie eine Art Spirale, kann man sagen. Kann man ja auch in den Werken sehen, hier, den, den, den Bildern von Hundertwasser. Die Spirale malt er immer wieder. Auch die geistige Entwicklung scheint eine Spirale zu sein. Auf höheren Ebenen trifft man wieder auf ähnliche Probleme, nur auf einer höheren Ebene, wie gesagt. Gut, auf jeden Fall, das sind die drei Arten des Leidens, ganz grob gesagt. Die letzte ist eben, dass wir in jedem Daseinsbereich, wenn wir sterben, noch keine wirkliche Befreiung, Freiheit haben, wo wir wiedergeboren werden, unter welchen Umständen. Dann kommen die wahren Ursprünge, die Natur der wahren Ursprünge. Die akademische Definition ist sozusagen die Wahrheit auf der leidenschaftlich verbundenen Seite mit vier Eigenschaften: nämlich Ursache zu sein, ups, Ursprung zu sein, starker Erzeuger zu sein und Umstand des Leidens zu sein. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen will ich es jetzt erläutern, es führt zu weit. Vielleicht kommen wir nächstes Mal noch dazu. Ich denke, ich werde nächstes Mal diese vier Wahrheiten noch fortsetzen. Aber es geht darum, dass man erkennt, dass das, was der Buddha als Ursachen des Leidens gelehrt hat, tatsächlich die Ursache des Leidens sind. Und zwar ein starker Erzeuger von Leiden oder ein Umstand von Leid und so weiter und nicht irgendetwas anderes. Wenn man das unterteilt, die, die Ursprünge des Leidens, dann unterscheidet man die Leidenschaften und die befleckten Handlungen oder Klesha und Karma. Also Leiden kommt nicht aus dem Nichts. Das hat der Buddha gelehrt. Es kommt auch nicht aus einer, einer Willkür eines allmächtigen Wesens wie eines Gottes. Es kommt auch nicht aus einer beständigen Grundnatur, wie einige Hindu-Philosophie lehren, sondern Leiden kommt aus konkreten Ursachen, die mit den Wirkungen übereinstimmen. Den leidhaften Wirkungen müssen entsprechende unheilsame Ursachen vorausgehen. Und diese Ursachen müssen den Wirkungen entsprechen. Gut, entsprechend sind die eigentlichen Ursachen des Leidens, wie gesagt, Leidenschaften und befleckte Handlung. Die letztliche Ursache allen Leidens, da sind sich die Buddhisten einig, ist die Unwissenheit. Das heißt, wir verstehen nicht, wer wir selber sind und wie, wie die Phänomene existieren. Das Im Hinayana nennt man das, dass man greift nach einem Selbst der Person, einem Atman oder einem, einer Art Ego. Im Mahayana spricht man davon, dass man nach einer Selbstexistenz der Phänomene oder einer inhärenten Existenz der Phänomene greift. Das ist der letztliche Ursprung des Daseinskreislaufs. Das ist die grundlegende Unwissenheit, über die der Buddha gesprochen hat. Alle Buddhisten auf der Welt sind sich einig, dass Leiden kommt aus Unwissenheit. Ich habe schon mal beschrieben, dass sich in Tibet eine große Debatte stattfand zwischen verschiedenen Buddhisten. Die einen, die mehr aus China kamen, so eine Art Zen-Buddhismus, also Chan-Buddhismus gelehrt haben, das begriffliche Denken nicht so wichtig fanden auf dem spirituellen Weg. Der andere war Kamala Shila, ein indischer Meister, der die Anwendung des, des begrifflichen Denkens auf dem geistigen Weg für sehr wichtig hielt. Also sehr unterschiedliche Schulen. Aber bevor sie debattierten, hatten sie eine Art Vorgeplänker, wie vor so einem Boxkampf. Und da hat der eine einen Kreis in die Luft gemalt und der andere hat die Hände vor Augen gehalten. Das sollte bedeuten, was ist der Ursprung des Daseinskreislaufs? Und der andere sagte Unwissenheit. Und damit erkannten sie, dass sie beide gute Buddhisten sind. Man kann nur mit jemandem debattieren, mit dem man auch gewisse Übereinstimmung hat. Wenn es völlig unterschiedlich ist, dann hat es keinen Zweck, miteinander zu debattieren. Es ist sehr schwer, mit jemandem zu debattieren, der die Logik gar nicht akzeptiert und der grundlegende Wahrheiten gar nicht kennt, was soll man da groß debattieren. Insofern ist es immer ein Respektzeichen, wenn man mit jemandem debattiert, auch wenn man unterschiedliche Schulen eben hat. Das zeigt, dass alle Buddhisten sagen, die Unwissenheit ist der Ursprung des Leidens. Im Pali-Kanon steht allerdings wörtlich Durst als zweite Wahrheit. Das heißt, die Begierde wird herausgehoben. Nicht, weil sie der eigentliche Ursprung des Leidens sind, aber in unserem täglichen Leben wird das meiste Leiden durch Begierde ausgelöst. Das heißt, wir übertreiben quasi die Attraktivität von bestimmten Dingen und hängen dann sehr stark daran, verstehen nicht, dass sie unbeständig sind, machen dann sehr viele unglückliche Handlungen, bis hin zum Töten, stehlen, lügen und so weiter und das führt zu sehr negativen karmischen Anlagen, die dann heranreifen und entsprechende Leiden auslösen. Also in unserem täglichen Leben können wir sicherlich sehen, dass die Begierde die tückischste Leidenschaft ist, die die meisten Leiden auslöst. Insbesondere, weil wir die Begierde gar nicht als Problem erkennen, sondern denken, dass es, die ist ganz prima. Den Hass sehen wir durchaus als Problem und bekämpfen wir auch irgendwie, weil es sehr unangenehm ist, ärgerlich zu sein. Bei Begierde denken wir oft, das ist genau das, was ich will. Aber deshalb hat der Buddha gesagt, Begierde ist sehr tückisch, es ist wie Wasser. Am Anfang erscheint es angenehm, man kann darin baden, man kann es trinken, aber wenn zu viel Wasser kommt, dann ertrinkt man auch. Und deshalb sagen einige, der Durst, das heißt die Begierde wäre der Ursprung allen Leidens. Aber letztlich ist dahinter die Unwissenheit, da sind sich eigentlich alle Buddhisten einig. Aus der Unwissenheit entspringen dann die zwei Hauptleidenschaften von Begierde und Hass. Das heißt, sobald man glaubt, man hätte so einen festen Ego-Kern in sich, möchte man einige Dinge unbedingt haben, die übertreibt man wahnsinnig in ihrer Attraktivität und daraus entsteht Begierde. Andere Dinge möchte man auf keinen Fall für sich haben und da entsteht Abneigung und Zorn. Die ganze Welt wird dualistisch aufgeteilt in Dinge, die für das Ego wünschenswert sind und nicht wünschenswert. Man sieht das völlig verzerrt. Der Dalai Lama sagt gelegentlich, er hätte vom Psychologen gehört, dass wenn man ärgerlich ist, dass man nur noch 20 Prozent seiner Wahrnehmungsfähigkeit für die Realität hat. Das ist ein offensichtliches Zeichen, was Leidenschaften mit einem machen. Man projiziert, wie man modern sagt. Man, man sieht die Dinge nicht mehr, wie sie sind. Das ist tatsächlich die Definition einer Leidenschaft. Leidenschaft bedeutet, dass nicht, dass man temperamentvoll ist, wie manche das interpretieren, sondern dass. Der Geist unter dem Einfluss einer falschen Sicht der Dinge, von Projektion und Unwissenheit verwirrt und unruhig wird, undiszipliniert und man dazu neigt, anderen zu schaden. Das ist die Definition einer Leidenschaft. Wenn man das in sich spürt, dann muss man vorsichtig sein, weil das wird tatsächlich zu Schwierigkeiten führen. Aristoteles nennt das wahrscheinlich Untugenden oder Laster. Die Christen haben auch entsprechende Vorstellungen. Also die Einteilung von Leidenschaften ist nicht nur im Buddhismus bekannt, das gibt es in vielen Formen. Aber wie gesagt, Leidenschaft bedeutet nicht, wie man im modernen Sprachbegriff denkt, dass man besonders engagiert ist, sondern wenn man wörtlich nehmen würde, wenn ein Fußballtrainer zu seinen Leuten sagt, spielt leidenschaftlicher, dann würde das bedeuten, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wie das Spiel richtig funktioniert, alles falsch einschätzen, völlig übereifrig sind und bei erster Gelegenheit die Gegenleute alle umhauen und alle große Karten kriegen. <laughs> Im Gegenteil muss man im modernen Sport sehr fokussiert sein, sehr klar sein, sogar beim Boxen. Man braucht Temperament, man braucht Tatkraft, man muss ein Ziel verfolgen, aber man darf auf keinen Fall in den Zustand der Leidenschaften verfallen. Das ist ein Missverständnis. Ne? Gut, auf jeden Fall unterteilt man also, dass diese drei Leidenschaften, die Grundleidenschaften Unwissenheit, Hass und Gier, die nennt man die drei Gifte und sie teilen sich dann weiter auf in die sechs Hauptleidenschaften und die zwanzig Nebenleidenschaften. Das wird in einer Erklärung beschrieben über die sogenannten 51 Geistesfaktoren, über die ich hier manchmal Kurse gehalten habe, über die Psychologie des Buddhismus. Alle diese, diese sechs Hauptleidenschaften und zwanzig Nebenleidenschaften lassen sich allerdings zusammenfassen. Zu den drei Hauptleidenschaften von Unwissenheit, Hass und Gier. Alles andere sind weitere Aufteilung. Der Buddha spricht sogar von 84.000 Leidenschaften, die unseren Geist beherrschen. Diese Zahl kann ich nicht genau verifizieren, aber sie gehen alle zurück auf Hass, Gier und Unwissenheit. Unser Geist kocht sozusagen von solchen Leidenschaften. Aus der Unwissenheit heraus projizieren wir ständig auf Personen und Phänomene, und daraufhin entstehen diese verwirrten Geisteszustände die in der Folge dazu führen, dass wir bestimmte Dinge tun. Das nennt man dann befleckte Handlung. Solange diese Handlung unter dem Einfluss der Unwissenheit stehen, nennt man das karmische oder befleckte Handlung. Nicht jede Handlung ist etwas Aufzugebendes. Man fragt sich vielleicht, soll ich jetzt einfach gar nichts mehr tun. Das ist Unsinn. Was der Buddha meint ist, dass wenn man in einem Zustand der Unwissenheit ist und dann handelt, dann nennt man das Ursachen des Leidens befleckte Taten. Das Wort Karma heißt eigentlich nur Handlung. Es wird aber meistens negativ verwendet, weil es ist innerhalb der zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens, mit denen der Buddha den Daseinskreislauf detaillierter erklärt hat, wie das Ab nacheinander abläuft im Daseinskreislauf, die verschiedenen Geburten oder dem Einfluss welcher Faktoren und so weiter. Dort wird als erstes Glied die Unwissenheit beschrieben. Und als zweites, als Folge davon Handlungen. Also das Wort Handlung muss man verstehen, als Handlung, die aus Unwissenheit heraus geschehen. Dann hat man das richtig verstanden. Grundsätzlich handelt auch der Buddha, aber das nennt man keine karmischen Handlungen. Auf jeden Fall entstehen aus Unwissenheit Leidenschaften, also Verzerrungen des Bewusstseins. Diese führen zu anderen Handlungen, wobei auch Leidenschaften schon Handlungen sind, aber es kommen dann auch Handlungen der Rede und des Körpers dazu, wie zum Beispiel die zehn unheilsam handlung Und diese Handlungen führen direkt dazu, dass man zum Beispiel anderen vielleicht schadet oder so. Indirekt führen sie dazu, dass man Anlagen im eigenen Bewusstsein hinterlässt, Samenkörner. Auch Jesus spricht von Samenkörnern, die man durch Handlung in sich hinterlässt. Und wenn diese Samenkörner quasi die Anlagen in einem auf die Außenwelt treffen, dann werden sie quasi geweckt und reifen heran. Das heißt, wenn man zum Beispiel oft ärgerlich ist, dann kommt eine Person in den Raum und sofort wird diese Anlage von einem früheren Ärger, die man gegenüber dieser Person hatte, geweckt und dann streitet man sich wieder. Dann gibt es wieder neue Probleme. Vielleicht tut man sich wieder was an, man sammelt wieder neue Anlagen von Ärger und die werden später wieder heranreifen. Und so greift eins ins andere, sogar über viele, viele Leben hinweg, so ist das letztlich gemeint. Das kann man, wie gesagt, bei den zwölf Gliedern des abhängigen Stehens genauer studieren. Also ich habe hier ja auch schon Abende bestritten über das Thema Karma. Karma heißt nicht irgendein Schicksal, das über uns waltet, sondern Karma ist letztlich in uns selber. Das ist also unsere geistige Bewegung, die wir durchführen, mit der wir uns selber konditionieren. Und unter dem Einfluss dieser Konditionierung erfahren wir die Welt. So wie heute viele Philosophen sagen, wir selber durch unsere Konditionierung konstruieren die Welt. Wir erfahren sie unter dem Einfluss unserer Gewöhnung, kann man sagen. Und wenn diese Gewöhnung nicht auf der Realität basieren, sondern auf Verzerrung, dann ist das Ergebnis, dass wir immer wieder Schwierigkeiten mit der Welt erleben. Nicht, weil die Welt an sich schlecht ist, sondern weil wir sie falsch sehen. Wenn man quasi nicht in Übereinstimmung mit der Realität ist, dann kommt es immer wieder zum Konflikt mit der Realität. <laughs> ja, das ist die asiatische Vorstellung. Die Welt ist eigentlich in Ordnung, aber wir sehen sie nicht, wie sie ist. Und deshalb geraten wir immer in Reibung mit der Welt. Das ist quasi Karma. Und dadurch kommen immer wieder Schwierigkeiten auf. Und in diesen Schwierigkeiten sind wir wiederum, dass wir Verwirrungen durchführen, die zu neuen Schwierigkeiten führen. Und das ist ein Teufelskreislauf, ein Hamsterrad den man auch in der Psychotherapie beobachten kann, wo die Menschen unter dem Einfluss von Verzerrungen Handlungen machen, die wieder zu neuen Verzerrungen führen. Dann wechseln sie vielleicht das Objekt oder den Partner, aber da kommen wieder neue Probleme. Ihre Muster wiederholen sich immer wieder. Das ist dann der Vorteil der Psychotherapie, dass man seine Muster zumindest auf oberflächlicher Ebene ein bisschen erkennt und vielleicht verändert. Und dann muss man das Leiden, was man aufgrund dieser Muster erlebt, nicht mehr erleben. Obwohl draußen immer noch die gleichen Menschen rumlaufen, die haben sich gar nicht geändert, aber man selber hat sich geändert und dadurch erlebt man eine andere Welt. Gut, die Taten kann man unterschiedlich einteilen. Zum Beispiel in die zehn unheilsamen Handlungen. Es gibt befleckte Handlungen, die noch unter dem Zustand der Unwissenheit geschehen. Es gibt aber auch unbefleckte Handlungen, nachdem man die eigentliche Realität erkannt hat. Und ein die, die Heilsamen Handlung, die es natürlich auch gibt, die man auch dann schon durchführen kann, wenn man noch kein Heiliger ist. Die Reifen zu Glück heran, allerdings nur im, im Daseinskreislauf in hohen Existenzen als Mensch oder Deva. Wir erleben ja auch recht viel Glück. Das kommt aufgrund guter Handlungen, die aber noch unter dem Einfluss von Unwissenheit stehen. Erst wenn wir keine Unwissenheit mehr haben und dann handeln, dann werden diese Handlungen zu Glück heranreifen, das dauerhaft und endgültig ist, echt ein Nirvana sozusagen. Gut, ent entsprechend äh, gibt es verschiedene Einteilungen von Handlungen. Das ist natürlich ein Riesenthema, Karma, aber ich habe ja auch zwei Abende schon darüber bestritten, will ich heute nicht mehr fortführen. So haben wir für heute nach einer gewissen Einführung in das Wesen der vier Wahrheiten allgemeiner Art, wie wir normalerweise versuchen im Leben glücklich zu werden und dass vielleicht viele dieser Konzepte nicht ausreichen, uns dann beschäftigt mit der, mit der, mit der Etymologie der vier Wahrheiten der Heiligen, dann mit der definitiven Anzahl dieser vier Wahrheiten, warum es genau vier sind. Dann mit der Reihenfolge, warum sie nicht zeitlich geordnet sind, sondern auf das Subjekt bezogen. Und dann mit der Natur, der wahren Leiden und der wahren Ursprünge des Leidens. Nächsten Freitag machen wir dann, machen wir hier einen Cliffhanger und machen nächsten Freitag weiter. Und wir wollen ja dann wissen, was die Beendigung des Leidens bedeutet und was die wahren Pfade sind. Das heißt. Jetzt sollten wir eigentlich motiviert sein, wenn wir richtig die Nase voll haben vom Leiden und verstanden haben, woher es kommt, nämlich von der Verwirrung des Geistes, dass wir uns fragen, wie kann ich dieses Leiden überwinden, dauerhaftes Glück erreichen und was müsste ich dazu tun. Das werden wir dann nächstes Mal besprechen. Dann gibt es noch die Diskussion, ob die vier Wahrheiten sich gegenseitig ausschließen kann man, wenn man ein bisschen überlegt zum Beispiel, schon feststellen, dass Leiden und wahre Ursprünge eigentlich kein Widerspruch sind, weil Karma und Klescher sind natürlich auch Leiden gleichzeitig, aber aus pädagogischen Gründen wird das getrennt. Und dann gehe ich vielleicht auf die 16 Attribute der vier edlen Wahrheiten ein, beziehungsweise auf die 15 verkehrten Sichtweisen der vier Wahrheiten. Ein sehr interessantes Thema, weil darin sind so ziemlich alle Philosophien der Menschheit enthalten, die zum Beispiel gar nicht sagen, dass einige Philosophien sehen nicht ein, dass es Leiden gibt im Leben. Das tun allerdings die wenigsten. Einige vermuten die Ursache des Leidens in ganz anderen Dingen als der Buddhismus. Einige sagen, es gibt kein dauerhaftes Glück, habe ich vorhin schon von gesprochen. Andere sagen, es gibt keinen wirklichen Weg zum dauerhaften Glück oder nur zu einem zeitweiligen Glück. Alle diese Positionen, die man so ziemlich in allen Weltphilosophien findet, die werden im Buddhismus eben widerlegt, und es wird eben mit Hilfe der 16 Attribute der vier Wahrheiten dargelegt, wie eigentlich die Realität ist. Das ist zumindest der Anspruch. Ne? Gut, für heute lassen wir es bei dieser Erläuterung. Tut mir leid, aber ich habe es ja am Anfang angedroht. Das ist schon sehr viel Stoff und auch was durchaus was, was man studieren kann und lernen kann. Und entsprechend sind wir auch nicht fertig geworden. Für heute ist aber hoffentlich kein Problem. Dann setzen wir das nächste Woche vor, fort, wie wir auch schon drei Abende über Satipatthana gemacht haben und zwei über Metta. Gibt es dann eben auch zwei Abende über die vier Wahrheiten. Und zum Abschluss wollen wir darüber meditieren. Übrigens bedeutet Meditation nicht immer unbedingt, dass man mit gekreuzten Beinen da sitzt und einfach, äh, äh, einfach Ruhe ist, sondern. Meditation bedeutet, dass der Geist mit dem Heilsamen verbunden ist. Wenn man also quasi buddhistische Inhalte sich mit beschäftigt und einfach hört, wie ich vorhin schon sagte, und das im eigenen Geist bewegt, dann ist das eine Meditation. Das ist eine analytische Meditation, erfüllt den vollkommenen Zweck, dass der Geist auf Heilsames gerichtet ist. Und dass er sich gewöhnt an diese heilsamen Dinge. Das ist nämlich das Wort Bhavana, Meditation, Gewöhnung. Vertraut machen, pflegen. Das heißt, wenn man vielleicht erwartet hat, dass wir jetzt stundenlang nur still hier sitzen. Das machen wir im Moment am Freitag nicht so viel. Weil wenn es eh auf YouTube ist, dann und ohne Publikum hat es wenig Zweck, dass ich hier einfach nur stille mache. Außerdem könnt ihr das alleine machen. Aber eben, wenn ihr dem, diesem Vortrag entsprechend zuhört und einem dem wirklich folgt und innerlich euch darauf ausrichtet, dann ist das quasi kein Fake-Name, wenn wir das hier Meditation nennen. Wir wollen allerdings auch noch stillere Meditation machen. Ich leite nochmal ein bisschen Meditation zu den vier Wahrheiten abschließend an. Und eben natürlich gibt es Meditationsabende wie am Montag, wenn wieder Publikum kommt, wo wir nur Stille machen und einfach. In Ruhe Satipatthana oder Shamatha üben. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Der Freitag ist halt mehr für Erklärung reserviert. Gibt es im Moment noch Fragen oder Anmerkungen? Dann wollen wir abschließend die vier Wahrheiten ein bisschen durchmeditieren. Wie gesagt, Meditation ist eigentlich immer, wenn wir uns mit Heilsam beschäftigen. Aber wir können das verstärken, indem wir uns in eine Körperposition begeben. Wodurch die Körperenergien ein wenig zur Ruhe kommen. Insbesondere die feinstofflichen Energien, die mit dem Geist verbunden sind. Dadurch wird auch der Geist schon etwas ruhiger. Das ist eben gut, wenn man tatsächlich im Schneidersitz sitzt oder wenn man auf einem Stuhl sitzt, mit den Fußflächen gut auf dem Boden. Die Hände kann man in den Schoß legen. Der Rücken sollte recht gerade sein. Das hat was mit der Klarheit des menschlichen Geistes zu tun, dass unser Rücken. Aufrecht ist beim Gehen und Stehen und Sitzen. Der Kopf fällt so ein bisschen nach vorne. Die Augen können wir entweder schließen, wenn wir da nicht müde werden. Wenn das der Fall ist, lassen wir sie leicht geöffnet und richten sie vor uns auf den Boden. Und ich leite dann durch die Meditation hindurch. Und wir machen uns zunächst deutlich, in welcher Situation wir uns überhaupt befinden, im größeren Zusammenhang. Und die Tatsache ist, dass wir Lebewesen sind, mit einem Geist ausgestattet sind. Und entsprechend erfahren wir Glück und Leiden. Und wir möchten echtes Glück erlangen. Und wir machen uns deutlich, dass wir deshalb auch heute Abend teilnehmen an dieser Sitzung. Gewisses Interesse an diesem Thema haben. Und in Umständen leben, wo wir uns damit beschäftigen können. Das ist sehr erfreulich. Und auch bereits mit einem Weg oder Wegen konfrontiert sind oder verbunden sind, die tatsächlich einen Weg zu echtem Glück geben können. Und mit dieser Einstellung haben wir uns in eine Körperposition begeben, die dazu führt, dass wir mehr zur Ruhe kommen, zentrierter sind, indem unsere Energien zur Ruhe kommen, die mit unserem Geist verbunden sind. Und nun richten wir unsere Aufmerksamkeit zunächst auf unsere körperliche Erfahrung. Vielleicht beginnen mit der Augenregion, die oft sehr angespannt ist, gerade im modernen Leben. So viel Bildschirme betrachten muss, Werbetafeln und so weiter. Jetzt können die Augen einmal ganz entspannt in den Augenhöhlen ruhen, müssen nicht alles aufsaugen. Mund und Kiefer können sich auch entspannen. Zähne nicht aufeinander gepresst sein. Der Unterkiefer fällt ein wenig herab. Und auch die restlichen Gesichtszüge können sich entspannen. Wir brauchen einmal keine Rolle zu spielen, keinen Eindruck auf andere zu machen. Wir können ganz bei uns selbst bleiben, mit uns in Kontakt sein. Gehen immer wieder zurück zu unserer körperlichen Erfahrung, die wir gerade machen, wenn andere Gedanken auftreten. Auch unsere Schultern können sich entspannen. Wir können auch symbolisch alle Last des Alltags von den Schultern nehmen. Dann weiter der Rücken, Bauchdecke. Und indem wir uns so dem Körper zuwenden, kommen wir ganz in die Gegenwart. Körperliche Erfahrung ist immer ganz im hier und jetzt. Wir spüren, dass wir jetzt lebendig sind, ganz präsent, genießen das. Folgen noch mal einigen Atemzügen wo wir den Atem am besten spüren können. Entweder die Bauchdecke, wie sie sich hebt und senkt. Oder die leichte Tastempfindung unter der Nase beim Ein- und Ausatmen. Wir brauchen den Atem nicht speziell zu verändern. Wir lassen ihn ganz ganz normal natürlich fließen, aber sind uns bewusst, dass wir ein- und ausatmen. Wir brauchen einfach nichts zu tun, nichts zu erreichen für unser Ego, einfach nur zu atmen und uns dessen bewusst sein. Das kann einen schon heiterer machen. Wenn andere Gedanken auftreten, ist das vollkommen natürlich, wir ärgern uns nicht darüber. Aber wir bemerken es und gehen, wir bemerken es mit Selbstbeobachtung und gehen dann mit Vergegenwärtigung, Satipatthana, zurück zum Atmen, immer aufs Neue. können auch die Atemzüge zählen. Und so wird unser Geist langsam etwas ruhiger, neutraler, überflüssige Gedanken kommen zur Ruhe. Und das erlaubt uns eine Meditation durchzuführen, eine analytische Meditation, eine Kontemplation über die vier Wahrheiten der Heiligen. Und dabei machen wir uns deutlich, dass genau besehen wir im Moment in einer Situation uns befinden, die nicht befriedigend ist, sehr frustrierend ist, ich kann sie auch leidhaft nennen. Nicht, weil es uns im Leben immer nur schmerzt, immer nur schlecht geht. Als Mensch geht es einem gelegentlich sogar ganz gut. Aber wir können deutlich merken, dass wir niemals wirklich befriedigt sind, egal was wir an äußeren Dingen bekommen. Auch an Anerkennung, Lob, Macht, Attraktivität, Besitz. Mag alles einen gewissen Reiz haben, aber es lässt uns letztlich immer wieder unbefriedigt zurück. Oft bekommen wir es auch gar nicht, sind dann sehr frustriert oder wir bekommen es und verlieren es bald wieder. Oder wir haben es und sind immer noch nicht befriedigt, voller Ängste, dass wir es wieder verlieren. Einem ständigen Zustand der Angespanntheit, der Angst, jagen wir dem Glück hinterher, wollen immer noch mehr. Und gerade dadurch verpassen wir ständig. Sind niemals zufrieden mit dem, was gerade geschieht. Wir wollen es immer anders. Egal, in welcher Lebenssituation wir uns befinden, solange unser Geist nicht besonders weit entwickelt ist, können wir dem nicht aushelfen. Und letztlich warten da auch massive Leiden auf uns, die offensichtlich sind, wie Alter, Krankheit, Tod. Und aus buddhistischer Sicht auch immer wieder eine neue Geburt, die dann folgt. Und diese Geburt können wir uns nicht irgendwie aussuchen, sondern... Sie wird einfach kommen durch unsere inneren Anlagen. Wir sind dem ausgesetzt, diesen Konditionierungen, haben keine wirkliche Freiheit, wo wir hingehen, wir wissen noch nicht mal, wann wir sterben. Und so geht es in einem Fort weiter. Das ist unsere derzeitige unfreie Situation, die man Sansara nennt. Aber wir können uns fragen, ob diese Situation nun mal die Realität an sich ist oder ob es Ursachen dafür gibt, so wie der Buddha das gemacht hat. Und bei tieferer Analyse können wir feststellen, dass hinter all unseren Problemen eine grundsätzliche Unwissenheit steht. Wir erfassen nicht, wer wir wirklich sind. Wir glauben, dass es da ein festes Ich gibt, auf das sich alles bezieht, was alles immer haben will und nicht haben will, anderes. Und dadurch können wir ganz viele Dinge nicht akzeptieren, andere wollen wir unbedingt haben. Und daraus ergibt sich ein ständiges Kampf mit der Wirklichkeit, die sich ständig wandelt und nicht immer unseren Wünschen entspricht. Aber alles unter der Voraussetzung, dass es da so einen Wesenskern gibt, der dann sehr leidet. Und der Voraussetzung, dass die Dinge an sich angenehm oder unangenehm sind. Dass wir dann wahnsinnig übertreiben, dass wir einiges unbedingt haben müssen, anderes nicht haben wollen. Daraus ergeben sich dann sehr negative Handlungen. Leidenschaften und andere Handlungen bis hin zu schlimmen Sachen, wo wir anderen Gewalt antun, was zu inneren Anlagen führt, die wiederum Auswirkungen haben werden, wie wir in Zukunft die Welt erleben, aufgrund unserer Konditionierung. Aber all das geht letztlich auf Unwissenheit zurück. Wenn wir erkennen könnten, dass es gar kein solches unabhängiges Selbst gibt, dass die Phänomene gar nicht aus sich heraus angenehm oder unangenehm sind, dann würden auch nicht mehr die Verwirrungen des Geistes wie Hass und Gier entstehen und keine unheilsamen Handlungen erfolgen, keine karmischen Anlagen gelegt werden, die dann immer wieder zu neuen Frustrationen führt. Und wir würden einen Zustand dauerhaften Glücks erreichen, egal was kommt im Leben. Es wird nicht so sein, dass unser Geist dadurch erschüttert wird im Sinne von Leiden. Ein makelloses, endgültiges Glück. Und schon bevor wir das erreichen, wird unser Leben immer stabiler werden. Wir werden immer mehr innere Freude erleben, egal was im Leben so vor sich geht. Unsere Beziehungen werden besser, wir fühlen uns wohler, zumindest geistig werden wir immer mehr Freude erleben. Das ist auch schon lange bevor wir endgültiges Glück oder sogar Buddhaschaft erleben, der Fall. Und wenn wir uns fragen, wie wir da hinkommen, dann können wir uns entsprechend der vier Wahrheiten deutlich machen, dass es da entsprechende Mittel gibt, bestimmte Pfade. Indem wir das Gegenmittel zu den Leidenschaften wie Unwissenheit entwickeln und Hass und Gier, werden wir diese überwinden können. Wenn anstatt Unwissenheit zunehmend die Weisheit der Selbstlosigkeit und Leerheit entsteht, dann kann die, Leer die Unwissenheit dem nicht standhalten. Das ist der direkte Gegensatz dazu. Je mehr Weisheit in uns entsteht, umso schwächer wird die Unwissenheit werden. Indirekt können wir gegen Begierde, Dankbarkeit und Genügsamkeit entwickeln. Gegen den Hass können wir Liebe und Mitgefühl und Geduld entwickeln. Und dadurch werden diese Leidenschaften geschwächt und letztlich von der Weisheit vollständig beseitigt und wir werden über verschiedene Stufen hinweg zunehmend zur Einsicht kommen, bis unser Geist so kraftvoll geworden ist, dass diese Verwirrung des Geistes völlig verschwinden. Und über verschiedene Stufen hinweg, wir alle möglichen Ziele von Beendigung von Leidensursachen erreichen, bis hin zum völligen Nirvana oder sogar der Buddhaschaft. Und wenn wir so über die Zusammenhänge denken, werden uns die vier Wahrheiten bewusst, nämlich welche Leiden wir im Moment erleben und dass es Ursachen davon gibt, wir können aber auch verstehen, dass diese Ursachen beseitigt werden können und auch verstehen, wie man das machen kann. Und wenn wir das so verstehen, werden wir uns beherzt und inspiriert auf den Weg machen, die Ziele zu erreichen, die wir uns im Moment setzen können, bis hin zu den höchsten Zielen, die letztlich möglich sind, dauerhaften, endgültigen Glück oder sogar einen Zustand, wo wir zum höchsten Wohle aller Wesen beitragen können, die Leiden der Wesen überwinden helfen können in der Buddhaschaft. Und wir konzentrieren uns ein wenig auf diese Inspiration und diese Hoffnung, dass man so einen Zustand tatsächlich erzielen kann, dass uns deutlich geworden ist, wie das möglich ist, dass wir die Absicht haben, diesen Weg zu gehen. nennt man Tatkraft, die Freude am Heilsamen, wenn man merkt, wie das funktioniert, dass man das tun kann. Aber jetzt geben wir uns zufrieden damit, wie weit wir uns beschäftigt haben. Einmal mit den vier Wahrheiten, vom Studium her zumindest mit den ersten beiden Wahrheiten, in der Meditation auch schon ein bisschen mit dem ganzen Zusammenhang. Und richten uns nochmal auf den Atem aus, ohne diese Gedanken. Und spüren dann auch wieder unseren Körper, wie er auf der Matte sitzt oder auf dem Stuhl. Und kommen mit der Aufmerksamkeit in den jeweiligen Ort zurück. Spüren auch wieder mehr die Außenwelt können uns lockern und für heute lassen wir es dabei. Nächsten Freitag, wer Interesse hat, können wir dann, wie gesagt, die Fortsetzungsroman weiter fortführen mit der dritten und vierten Wahrheit und noch einigen anderen Aspekten der vier Wahrheiten, wie sie Sarah J. Zimper bzw. Abhisamayankara über die vier Wahrheiten lehrt. Damit hätten wir dann schon einen relativ guten Überblick über die gesamte buddhistische Lehre. Dafür sind eigentlich zwei Abende gar nicht so viel. <laughs> Gut, aber für jetzt das Widmungsgebet. Wir haben eben über Karma gehört. Es gibt nicht nur negative Taten oder unheilsame, es gibt auch heilsame Taten. Und auch wenn sie noch nicht unbefleckt sind, führen sie zu Glück. Insbesondere wenn man gute Anlagen widmet für das Wohl der anderen, wird das noch viel stärker und wird auch letztlich dazu führen, dass wir endgültige Ziele erreichen und insbesondere für andere von größtem Nutzen sein können. Deshalb widmen wir die guten Anlagen aus der Beschäftigung mit den vier Wahrheiten dem Wohl der Wesen. Mögen durch die Kraft dieser Bemühungen alle Wesen von zerstörischem Tun und Denken ablassen und in Freundschaft, Liebe, Mitgefühl und Harmonie zusammenleben. Mögen alle Wesen Kraft dieser Bemühungen, verdienstvoller Handlung und Weisheit sammeln können und mögen sie die zwei heiligen Körper erlangen, welche aus verdienstvollen Handlungen und Weisheit entstehen. Möge der Dalai Lama, der große Ozean, der Halte der Lehre, lange leben. Möge der Geist der Einsichtsvollen sich wie ein Lotus entfalten und möge unter der Sonne von Belehrung und Praxis allen zehn Himmelsrichtungen Glück beschieden sein. Ja, wünsche noch ein schönes Wochenende. Wahrscheinlich ja sonnig und warm. Und wer möchte nächsten Freitag oder sogar vielleicht das Studium ab Oktober, das steht ja allen frei. Macht's gut.